Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie alle begrüßen, bin auch froh, dass Sie Sabine nicht davon abgehalten hat, hier heute hier zu sein. Also das ist für uns alle hocherfreulich. Zum Thema. Das Thema Wirtschaftsethik ist wieder einmal hochaktuell und das ist nicht wirklich eine gute Nachricht. Warum ist das so? Ich möchte zwei Beispiele nennen. Zurzeit steht erneut die Finanzbranche am Pranger. Zu Recht. Das Vertrauen in die Branche wurde ja schon zu Zeiten der Finanzkrise schwer erschüttert, doch nun gossen die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte erneut Öl ins Feuer. Dabei geht es um so etwas wie ein kreatives Dividendenmanagement zulasten des Staates. Steuergelder wurden so in die Kassen von Großanlegern umgelenkt und die Steuerausfälle sind so beträchtlich, dass den Akteuren nun nicht wirklich eine gute Gesinnung unterstellt werden kann. Das zweite Beispiel betrifft die deutschen Automobilhersteller. Auch sie haben mit der Manipulation von Abgaswerten einen schweren, strafrechtlich sogar relevanten Fehler gemacht. Zusätzlich agierten die betreffenden Unternehmen in diesem Zusammenhang geradezu unprofessionell. Ihr Umgang mit dem offensichtlich vorsätzlichen Fehlverhalten und dessen Aufarbeitung gegenüber der Öffentlichkeit war alles andere als glücklich. Auch die Politik hat aus meiner Sicht dabei keine gute Figur gemacht, denn man konnte ein Stück weit den Eindruck gewinnen, dass es im politischen Raum einen Unterschied macht, wer die Fehler begeht und wer dafür am Ende auch wie belangt wird. Hier stellt sich eine erste Frage: Hätten klügere Gesetze diese beiden Fälle verhindern können? Könnten sie es künftig verhindern? Oder werden dann doch wieder neue Schlupflöcher gefunden, die früher oder später einen neuen Skandal hervorrufen? Und damit sind wir auch schon bei der Moral, also wenn man so will, einem wichtigen Teil also der heutigen Veranstaltung. Denn so könnte man das Handeln der Beteiligten in das Licht von Kants Imperativ stellen. Was würde wohl passieren, wenn das jeder so machen würde? Zum Beispiel bei den Steuern tricksen, bis zum geht nicht mehr. Blicken wir daher nochmal auf unsere beiden Beispiele. Im Grunde sind ja Bankangestellte und Ingenieure ja von Hause aus keine schlechten Menschen. Die allermeisten arbeiten seriös als Angestellte mit ordentlichen Gehältern, beraten zum Wohle der Kunden und entwickeln mit viel Engagement neue Produkte. Damit stiften sie zweifellos Nutzen für die Gesellschaft. Also sind auch sie nur Opfer? Opfer eines Systems, in dem Tricksereien belohnt werden und sich der Ehrliche am Ende als der Dumme fühlen muss? Ja, zum Teil mag das zutreffen, zumindest solange das unmoralische Verhalten nicht publik wird. Denn wir alle wissen, Vertrauen kann man schnell verlieren, aber es braucht lange, Vertrauen aufzubauen oder gar wieder aufzubauen. Insgesamt kann aber, ich glaube, da sind wir uns alle einig, der einzelne Bankangestellte oder auch die einzelne Ingenieurin wenig ausrichten. Gefragt sind hier gerade die Arbeitgeber, also die Unternehmen und ihr moralischer Anspruch. Ethisch muss man daher nicht nur Einzelpersonen, sondern auch ein Unternehmen an den Folgen des eigenen Handelns messen, soweit diese vorher erkennbar sind. Unternehmen tun gut daran, eine Kultur der sozialen Verantwortung zu leben. Ein Beispiel hierfür ist ja die sogenannte Corporate Social Responsibility. Eine Kultur der Verantwortung ist aktuell ja gerade auch ein zentrales Thema der Unternehmensführung. Sie umfasst das freiwillige Engagement von Unternehmen für soziale, ökologische und gesellschaftliche Belange, die über ihr eigentliches Kerngeschäft hinausgehen. Und doch tun sich Unternehmen immer wieder schwer mit der Moral. Wirtschaftliche Interessen können schon einmal andere Ansprüche an den Rand drängen, wie das Beispiel Siemens beispielsweise in der jüngeren Vergangenheit zeigt. Und selbst wenn Unternehmen neben der ökonomischen auch eine weitergehende Verantwortung wahrnehmen, wird ihnen gerne vorgeworfen, dass es ihnen dabei vor allem um Imagepflege gehe. Und dies diene am Ende nur einem Ziel, nämlich Gewinn zu erwirtschaften. An dieser Stelle müssen wir allerdings aufpassen, uns nicht im Kreis zu drehen. Denn grundsätzlich dürfen wir von unternehmerischem Handeln erwarten, dass es im Einklang mit gesellschaftlichen akzeptierten Werten und Normen steht und die berechtigten Interessen mittelbar und unmittelbar beteiligter Akteure berücksichtigt. Ökonomische und gesellschaftliche Verantwortung sind also bereits zwei Seiten einer Medaille.
Doch kann man wirklich am Ende des Tages von Unternehmen erwarten, dass sie von selbst immer und zu jedem Zeitpunkt das Wohl aller im Blick haben? Wohl eher nicht. Um verantwortliches Handeln von Unternehmen zu unterstützen, brauchen wir eine gesetzliche Flankierung. Einen wichtigen Beitrag für einen fairen Markt muss die Politik leisten, mit Geboten und Verboten, mit Steuern und Subventionen, die die Rahmenbedingungen und die Grenzen für wirtschaftliches Handeln abbilden und ordnungspolitisch in die richtige Richtung lenken. Dazu gehört auch ein entschiedenes Durchgreifen bei Regelverstößen. Dabei geht es ganz sicher nicht um den totalen Überwachungsstaat. Den wollen wir alle nicht. Wir brauchen also keinen allmächtigen Staat, wir brauchen einen klugen Staat, wir brauchen einen mutigen, transparenten Staat, der sich nicht von Lobbyarbeit beeinflussen lässt. Doch damit noch nicht genug. Was ist eigentlich mit uns? Wie steht es mit unserer Moral? Sind wir eigentlich über jeden Zweifel erhaben? Wir sind ja auch Verbraucherinnen und Verbraucher. Müssen nicht auch wir uns selbstkritisch damit auseinandersetzen, wie unser persönlicher Beitrag aussehen könnte? Wir wollen Qualität, aber zu einem möglichst niedrigen Preis. Wir machen uns für den Umweltschutz und faire Produktionsbedingungen stark, aber setzen andere Prioritäten, wenn das bedeutet, mehr bezahlen zu müssen oder auch eine andere Kaufentscheidung treffen zu müssen. Wir wollen die Vorteile für uns nutzen, aber dafür möglichst keine Nachteile in Kauf nehmen. Wir wollen weiterhin einen günstigen Diesel fahren und unser Geld möglichst gewinnbringend anlegen. Ich will jetzt nicht Mensch und Ökonomie gegeneinander ausspielen. Menschen sind selbstverständlicher Teil dieser Ökonomie als Verbraucherinnen und Verbraucher, als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch als Wählerinnen und Wähler. Denn auch als Wählerinnen und Wähler stimmen wir mit über die Wirtschaftspolitik. Die Verantwortung für eine faire, ehrliche und soziale Marktwirtschaft sehe ich deshalb auf drei Akteure verteilt: die Unternehmen, die Politik und auch und gerade auf uns alle. Ich bin nun sehr gespannt auf die Diskussion, die wir heute Abend von Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft hören werden. Bevor ich aber nun an unseren Moderator weitergebe, gestatten Sie mir bitte noch einige persönliche Worte. Die heutigen Nürnberger Gespräche sind nicht nur wegen des Themas etwas Besonderes, sie sind gleichzeitig eine Zäsur. Es ist die letzte Veranstaltung in dieser Reihe mit dem amtierenden Oberbürgermeister Ulrich Mahly. Sie, lieber Herr Mahly, haben diese Veranstaltung 2004, so lange gibt es das schon, mit aus der Taufe gehoben. In Ihrer Amtszeit konnten wir 29 Diskussionsrunden in diesem wunderschönen Rathaussaal durchführen. Der Bundesagentur und dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung haben Sie mit den Nürnberger Gesprächen eine Möglichkeit gegeben, in der Region noch sichtbarer zu werden, was wir sehr wertschätzen, das möchte ich an dieser Stelle sagen. Die Resonanz ist oft, wie das ja auch heute wieder der Fall ist, gewaltig. Und Sie, Herr Mahly, waren eigentlich immer dabei. Ihre Schlussworte sind geradezu legendär. Ich habe mir mal sagen lassen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass diese schon alleine wegen ihrer Schlussworte gerne zu den Nürnberger Gesprächen kommen. Heute haben wir ja alle noch einmal das Vergnügen. Und eines möchte ich noch hinzufügen. Sie haben immer ein besonderes Verhältnis zum IAB gepflegt. Schon als Student und Doktorand waren Sie unser Gast. Und über eines haben wir uns am IAB zuletzt besonders gefreut. Liegt schon ein bisschen zurück, aber ich will es an dieser Stelle auch wirklich auch betonen, weil es auch einfach auch Ihre Haltung, Ihre Werte auch nochmal verdeutlicht. Sie haben ja diesen Nürnberger Wissenschaftsspaziergang gemacht im Rahmen des IAB-Jubiläums in 2017. Und Sie haben einen Wunsch an das IAB gerichtet. Und der lautete: bewahrt euch eure Unabhängigkeit. Und Sie erklärten weiter: harte Fakten in Zeiten gefühlter Wahrheiten, dafür stehe das IAB und solle es als erste Adresse für Zukunftsfragen auch weiterhin stehen. Das versprechen wir Ihnen. Herr Mahly, ich möchte Ihnen schlicht und ergreifend Danke sagen. Es war uns eine Freude und Ehre, mit Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen.
Jetzt möchte ich natürlich in einem solchen Moment nicht mit leeren Händen dastehen. Ich weiß nicht, ob Sie nach Ende Ihrer Amtszeit noch einen Ausflug in die Bundespolitik anstreben. Manche in der SPD würden sich das ja vielleicht wünschen, aber nachdem Sie, wie ich mir habe sagen lassen, ja nicht nur ein legendärer Schlussredner sind, sondern auch leidenschaftlicher Koch sind, möchten wir Ihnen zumindest einen kulinarischen Ausflug in die Bundespolitik anbieten und Ihnen daher zum Abschied ein Kochbuch der besonderen Art schenken. Darin können Sie 50 Politikerinnen und Politikern aus dem Deutschen Bundestag, sogar der Kanzlerin, direkt in den Kochtopf schauen. Es trägt den schönen Titel »Das Parlament kocht, was Politiker so anrichten«. Was Sie persönlich damit anrichten, bleibt selbstverständlich Ihnen überlassen. Ja, nun möchte ich, wie angekündigt, also an Herrn Ritzer übergeben. Und ja, am Ende dürfen wir uns ganz sicher wieder auf eines dieser legendären Schlussworte freuen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, nach dieser, ja, was war es denn jetzt, eine sehr persönliche Begrüßung, Herr Professor Wallwey, Herr Mali, oder es war schon eine sehr persönliche Verabschiedung, auf jeden Fall etwas sehr Persönliches. Da kann jetzt die Überleitung zum Thema heute natürlich nur hart ausfallen. Markt oder Moral, brauchen wir eine neue Wirtschaftsethik, ist heute Abend unser Thema. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen die Diskutanten vorstellen. Eine Bemerkung gestatten Sie mir vorweg. Sie hören es vielleicht an meiner Stimme heute Morgen. Ich bin glücklich. Heute Morgen habe ich noch kein Wort rausgebracht. Es ist aber kein Coronavirus. Sie müssen keine Angst haben und jetzt fluchtartig den Saal verlassen. Es ist eine ordinäre Halsentzündung. Aber falls ich komisch klinge, bitte sehen Sie es mir nach. Meine Damen und Herren, der Mann, von dem folgender Satz stammt, ist der erste Diskutant, den ich aufs Podium bitten möchte. Die Menschen akzeptieren, was für sie das Leben besser macht. Der Mann, der das sagte, ist Lehrstuhlinhaber Corporate Sustainability Management für Corporate Sustainability Management an der Universität Erlangen-Nürnberg. Er ist Jahrgang 77. Nach Studien in Passau, Malaga und Seattle arbeitete er am Wittenberg-Zentrum für globale Ethik und wurde 2009 in Halle-Wittenberg auch in Wirtschaftsethik promoviert. Vor ein paar Monaten habe ich gelesen, ich gehe natürlich davon aus, die Kollegen der Nürnberger Nachrichten haben alles richtig wiedergegeben, verzichtete er auf eine Teilnahme auf einen Kongress, weil er sich ausgerechnet hat, dass er für den Flug zu diesem dreitägigen Kongress mehr Treibhausgase verantworten würde, als eine indische Familie mit 4 Personen in einem Jahr verbraucht. Herzlich willkommen, Professor Dr. Markus Beckmann. Zitat, ein funktionierendes, lebenswertes Gemeinwesen ergibt sich nicht im wirtschaftlichen und sozialen Wettbewerb. Füreinander einstehen, Dinge gemeinsam angehen, auf den und die anderen zu achten, Solidarität und Kooperation, das sind die Werte und Verhaltensweisen, auf die es gesellschaftlich ankommt. Zitat Ende. Diese Sätze stammen von Professor Dr. Stefan Lessenich. Darf Sie nach oben bitten? Bitte schön. Er ist Soziologe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er ist Mitbegründer der Partei MUT. Er ist Jahrgang 65 in Stuttgart geboren, in Spanien aufgewachsen und wurde nach einem Politikwissenschaften, Soziologie und Geschichtsstudium in Marburg in Bremen promoviert. Seit Oktober 2014 ist er an der LMU Direktor des Instituts für Soziologie und er ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Wieder ein Zitat. Wunder muss man selber machen, sagt sie und beklagt eine menschenentkoppelte Ökonomie. Sie ist Sozialunternehmerin, sie ist Buchautorin, Vortragsrednerin. Sie wird vielfach angefeindet, aber sie wird auch oft ausgezeichnet. Sie schmiss ihr Studium, um mit ihrem damaligen Mann eine Werbeagentur zu gründen. Dann gründete sie
Manu Mama, eine ökosoziale Textilfirma in Augsburg. Die Medien, also unseresgleichen, nennt sie mal die Querdenkerin und mal die Visionärin. Ich kann Ihnen sagen, sie ist eine Frau, die vor allem eins tut, nämlich Klartext sprechen. Herzlich willkommen, Sina Trinkwalder. Und last but not least stelle ich Ihnen den vierten Diskutanten vor, der ebenso wie Herr Mali demnächst aufhört, sogar 2 Monate früher, nämlich bereits Anfang März, Dirk von Vopelius. Eigentlich muss man ihn in Nürnberg nun wirklich nicht vorstellen. Ich tue es jetzt natürlich trotzdem, weil ich davon ausgehe, dass wir internationales Publikum haben, also auch aus Fürth oder so. Er ist Jahrgang 55, Diplombetriebswirt, stieg 1980 in den großelterlichen Familienbetrieb Schuster und Walter ein. 2 Jahre später war er geschäftsführender Gesellschafter. Er formte daraus als Unternehmer eine Firmengruppe im Bereich Bürodienstleistungen, Büro-IT. Vor allem aber setzte er in dieser Region sehr viele Akzente. Zunächst in viele Jahre für die Metropolregion Nürnberg, ein gemeinsames Baby mit Ihnen, Herr Mali, und bei der Industrie- und Handelskammer. Seit 10 Jahren ist er Präsident und er hat sich ganz, ganz wesentlich stark gemacht für eine Initiative, die sich nennt Ehrbarer Kaufmann. Und auch von Dirk von Vopelius habe ich einen schönen Satz gefunden. Bei der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen geht es nicht um Gutmenschentum, sondern um gutes Management. So, jetzt möchte ich natürlich zuerst mal die Frau Trinkwalder fragen, erzählen Sie uns doch bitte mal in ein paar Sätzen, was macht Ihr Unternehmen mit dem schönen Namen Manu Mama? Ja, wir machen das jetzt seit 10 Jahren, etwas, was absolut unmöglich schien, zumindest Volksökonomen und Betriebswirtschaftlern. Ich habe die Firma vor 10 Jahren gegründet mit dem Hintergrund, normalerweise, wenn man eine Firma gründet, hat man eine neue Produktidee oder sonst irgendwas. Meine Idee war der Mensch, und zwar mit all den Menschen, die im ersten Arbeitsmarkt, im zweiten Arbeitsmarkt, im dritten, wir nummerieren die ja mittlerweile schön durch, dann klingt es irgendwie besser, keine Chance haben. Mit all denen möchte ich irgendwas machen, habe ich mir damals gedacht. Textil ist es geworden. Warum? Weil Augsburg die Textilhauptstadt war, nicht gestern, nicht vorgestern, war im Mittelalter, aber ich finde Traditionen ganz okay. Und wir wertschöpfen wieder regionale Bekleidung und Textilien mit Menschen, die es vielleicht nicht ganz so einfach in unserer Leistungsgesellschaft haben. Die Menschen, die für Sie arbeiten, sind Langzeitarbeitslose gewesen, Migranten, Menschen mit Handicaps, die vorher am Arbeitsmarkt sich schwer taten. Da muss ich ganz schnell ganz böse neigrätschen. Für mich arbeitet niemand, sondern wir arbeiten zusammen. Also das ist schon mal ein riesengroßer Unterschied. Meine Mama ist einfach eine Idee, die getragen ist von jedem Einzelnen. Und anders würde es nicht funktionieren. Für mich arbeitet überhaupt kein einziger Mensch, ja, sondern jeder soll für sich und für die Gemeinschaft oder gemeinsame Vision arbeiten. Und zwar ein Langzeiterwerbslose. Also man kann schon mal einer 53-jährigen Kollegin von mir fragen, wie, du warst 20 Jahre zu Hause, du warst arbeitslos, die pfeift ihnen den Schuh auf, ja, weil die hat 3 Kinder großgezogen, ihr Mann den Rücken gestärkt. Also arbeitslos war die nicht. Die hatte nur keinen Erwerb. Riesenunterschied. Und die Stimmung ist immer gut. Ihr verkauft unter anderem Taschen, wo drauf steht, wer schön sein will, muss lachen. Ja, stimmt ja auch. Also die Stimmung ist außerordentlich gut. Das erkläre ich immer dann. Es ist immer doof, wenn man über sich selbst spricht und dann auch noch lobend spricht. Das macht man nicht, sondern wenn jemand fragt, ja, wie sind denn die Arbeitsbedingungen bei euch, dann zeige ich sehr, sehr gerne die Abmahnung der Hausverwaltung, die wir bekommen haben. Weil in dieser Abmahnung der Hausverwaltung wurden wir darauf hingewiesen, dass meine Ladies und Gentlemen dadurch auffielen, im ganzen Gebäude, dass sie zwischen den Verkehrszeiten zwischen 8 und 17 Uhr zu sehr laut lachen und singen würden. Herr von Vopelius, ehrbarer Kaufmann, wenn man jetzt eine Umfrage macht oder man spricht Unternehmer an, große, kleine, Handwerker, Industrielle, völlig wurscht wen, Manager, und sagt, sind Sie ein ehrbarer Kaufmann, dann bin ich überzeugt, 99,9% sagen ja. Wann ist für Sie wirklich ein ehrbarer Kaufmann ein ehrbarer Kaufmann? Ist das nicht nur so ein Etikett, das man sich einfach gerne umheftet? Bevor ich darauf antworte, muss ich des Betriebsfriedens willen sagen, auch die Stadt Fürth gehört zu meinem IHK-Gebiet Mittelfranken. Das ist
Eine ganz wichtige Feststellung. Ansonsten, wir haben eine Selbstverpflichtungsurkunde entwickelt bei der IHK Nürnberg für Mithelfranken, die man kostenlos als IHK-Mitglied bestellen kann, kann sich in den eigenen Geschäftsräumen aufhängen, kann sich zu den Grundsätzen ehrbarer Kaufleute bekennen. Mehr können wir nicht warten, machen. Dann müssen wir es schon wirklich der Wahrnehmung der Kunden und der Beschäftigten überlassen, ob dieser Anspruch, den das Unternehmen an sich selbst stellt, ob der erfüllt wird. Und die Menschen werden kritisch. Vorhin war die Rede von Verbraucherinnen, von Verbrauchern. Da entsteht eine völlig neue Wirtschaftsmacht, die wir, glaube ich, als Unternehmer alle noch nicht so richtig einschätzen, nämlich die Macht der vernetzten, der kritischen und wirklich transparent informierten Verbraucherinnen und Verbraucher. Es äußert sich so ein bisschen in den NGOs, aber es geht weit, weit, weit darüber hinaus. Bewertungsportale und so weiter, das muss ich gar nicht weiter ausführen. Also da tut sich eine ganze Menge. Und ein zweiter Aspekt, der uns Unternehmer schon gewaltig, ich sage mal, den moralischen Spiegel vor die Augen hält, ist das Thema Fachkräftemangel. Junge Leute, Fach- und Führungskräfte interessieren sich heute sehr dafür, wie verdient dieses Unternehmen eigentlich sein Geld. Wie geht es mit Ressourcen um, wie geht es mit Beschäftigten um, wie geht es mit der Wahrheit um. All diese Dinge spielen eine Rolle. Und es gibt genug andere Beispiele, wir haben ein paar gehört, ich könnte noch ein paar mehr aufzählen. Grundsätzlich gilt das, was Sie andeuten. Wir nennen uns alle oder wir fühlen uns alle als ehrbare Kaufleute. Die Spitzbuben sind halt dummerweise die anderen. Und jetzt sitzen hier am Podium auch lauter Überzeugungstäter und Täterinnen. So ein richtiger Hardcore, rücksichtsloser Selbstoptimierer fällt mir jetzt auch keiner auf. Keiner, der sich auf die Bühne setzt und das zugibt, dass er einer ist. Also das macht es ein bisschen schwierig. Aber also heißt es dann, dass die Wirtschaft ethisch besser ist, als wir hier vielleicht glauben? Auf Seite 1 im Präsidentenhandbuch steht bei mir, hüte dich vor Verallgemeinerungen. Und das sollten wir wirklich immer wieder bedenken. Ich möchte eines einfach mal anräumen, das A bis Z der deutschen Wirtschaft besteht nicht nur aus Ackermann und Zumwinkel, sondern da gibt es ein M für Mittelstand, da gibt es ein F für Familienunternehmen und da ist jedes Unternehmen anders gestrickt. Zählt Herr Käse auch dazu? Ein Mittelständler ist er jetzt gerade nicht. Nein, ich meine zum ehrbaren Unternehmer oder Manager. Käse, also ich habe ja darauf gewartet, wann das kommt. Ich wundere mich, dass das so lange gedauert hat. Der Siemens-Fall ist für mich wirklich ein signifikantes Beispiel, wie schnell sich gesellschaftspolitische Strömungen verändern. Siemens liefert seit 100 Jahren Komponenten für Kohlekraftwerke. Am heutigen Tag in einige der 100 im Bau befindlichen, über 100 im Bau befindlichen Kohlekraftwerke in der Welt. Stört keinen Menschen. Aber diese Zuliefersituation jetzt da mit der Kohlebergmine in Australien, die hat das Ganze auf die Spitze gebracht und was dann folgte, war, nennen wir es vielleicht nicht optimales Kommunikationsverhalten und schon ist Dampf unterm Kessel. Herr Lessenich, nicht optimales Kommunikationsverhalten oder in ethischer Hinsicht granatenmäßiger Fehler, was würden Sie sagen? Zunächst danke für die Einladung und muss ich auch noch eine betriebsfriedenspolitische Vorbemerkung machen. Meine Amtszeiten als Direktor des Instituts in München und als Vorsitzender der Fachgesellschaft sind schon beendet und den amtierenden Vorsitzenden, Direktoren. Dann haben Sie da auch ein Kommunikationsdefizit, weil das stand heute noch auf der Homepage, doch? Wollen wir jetzt nicht vertiefen. Klären wir hinterher. Genau. Also ich würde sagen, und weil jetzt schon gesagt wurde, wir sind alle irgendwie hier Überzeugungstäter und damit vielleicht nicht zu Beginn schon zu viel Einvernehmen in der Runde herrscht, würde ich sagen, Herr Käser ist einfach ein Produkt der Verhältnisse. Ich habe gerade noch mal gedacht, was ist eigentlich das Problem? Es sind gar nicht das mehr oder weniger ethische Verhalten von einzelnen Unternehmern, Unternehmerinnen oder Konsumenten, Konsumentinnen, sondern es sind eher die, jedenfalls meine Perspektive, die Strukturen, in die wir als Menschen, sei es als Lohnabhängige oder als Unternehmerinnen gestellt sind und die uns zu bestimmten Dingen, naja, man kann sagen, veranlassen, vielleicht sogar zwingen oder es sehr, sehr nahelegen, bestimmte Dinge zu tun. Und ich möchte einen Klassiker der Soziologie zitieren, nur kurz. Der hat auch 100. Todestag dieses Jahr, Max Weber. Und Max Weber hat einen oder viele bleibende Sätze gesagt. Einer heißt, der Kapitalismus, und er hat es so genannt, er hat es nicht Marktwirtschaft genannt, sondern Kapitalismus vor gut 100 Jahren. Der Kapitalismus schafft sich die Subjekte, Gedankenstrich,
Arbeiter und Unternehmer, deren er bedarf. Und das heißt, der Kapitalismus, also die Wirtschaftsweise, in der wir handeln, setzt uns in Verhältnisse und Beziehungen, in denen wir auf eine bestimmte Art und Weise handeln müssen, nämlich zum Beispiel konkurrenzorientiert oder auf Gewinn orientiert oder darauf orientiert, unseren Status zu verbessern und ihn sozusagen zu erheben gegenüber anderen. Und dann muss man einfach sagen, also erstmal ganz vorbehaltlos, Herr Käser hat gehandelt, wie wahrscheinlich ein Unternehmenschef handeln sollte. Er hat ein Angebot bekommen, diese, was war es, Signaltechnik genau, für 15, 16, 18 Millionen, die, 18 zu, Millionen, die genau. zu liefern. Es wurde auch nochmal geprüft, können wir den Auftrag wieder zurückgeben? Nein, da sind irgendwie Konventionalstrafen fällig, wenn dieser Vertrag gebrochen wird. Und dann handelt das Unternehmen so, wie es handelt, so wie es in den gegebenen Verhältnissen von ihm erwartet wird, eigentlich nämlich nach einer betriebswirtschaftlichen Logik. Und ich glaube, das ist eigentlich das Problem, dass schon die Logik des Handelns, auf die wir gepolt sind, als Unternehmerinnen, als Konsumentinnen, als ArbeiterInnen, dass diese Logik in eine Richtung geht, die leider systematisch unethische Ergebnisse zeitigt. Das ist für mich eher das Problem, als zu sagen, jetzt greifen wir uns Herrn Käser heraus und das ist der böse Bub, ja, der ist, handelt unethisch, aber dann gibt es gute Buben und Mädels und die handeln ethisch. Ich glaube, die Strukturanreize in dieser Gesellschaft, in der Wirtschaftsweise, die diese Gesellschaft prägt, die sind das Problem. Wie sehen Sie dann, wie stufen Sie dann diese Proteste ein? Ist das eine künstliche Aufregung, weil das Thema Klimaschutz eben gerade so ein dominierendes Thema ist? Oder haben Sie das Gefühl, da findet gerade langsam, aber sicher vielleicht erst der Anfang eines Paradigmenwechsels statt, dass man sich eben über ethische Fragen beim wirtschaftlichen Handel mehr Gedanken macht? Nein, ich würde es jetzt also vielleicht einerseits so sehen wie Sie, also das hat Siemens immer schon gemacht und jetzt wird es plötzlich problematisiert, würde ich aber aus meiner Perspektive sagen, ist ein Fortschritt, also dass das öffentlich zum Thema wird, dass die Beförderung, Unterstützung von Kohlegewinnung und Kohleverstromung oder Verheizung heute eigentlich kein gangbarer Weg mehr ist, gegeben unser Wissen, ja, die harten Fakten, die wir kennen, über die Zukunft des Weltklimas und dass das problematisiert, dass es öffentlich thematisiert wird, finde ich eher gut. Ich glaube nicht, dass die Lösung eine neue Wirtschaftsethik ist, das ist vielleicht dann sozusagen der Kern, um den es heute Abend gehen wird, sondern es braucht eine andere Wirtschaftsweise, nämlich systematisch darauf verzichtet, Natur und Arbeit zu zerstören. Sie wollten dazu was sagen? Sorry, wenn ich mich reinschalte. Sie haben ja jetzt den Siemens-Fall mit einer Systemkritik verbunden. Auf der anderen Seite ist Siemens auch in unserem marktwirtschaftlichen System durch den Fall ein enormer Reputationsschaden entstanden. Wie würden Sie das betriebswirtschaftlich bewerten? Ich bin kein Betriebswirtschafter, aber ich gehe davon aus, dass Siemens hat gleichzeitig auch gesagt, es ist eigentlich einigermaßen skurril, dass wir jetzt in die Kritik geraten. Wir haben schon vor Jahren, grotesk hat er gesagt, genau, grotesk, also erstens, weil wir nur Zulieferer sind, sozusagen ein kleines Rädchen in dem Geschäft. Und er hat ja auch darauf verwiesen, dass schon vor Jahren Siemens beschlossen hat, im Jahr 2025 schon emissionsneutral zu produzieren oder wie auch immer. Also ich glaube, betriebswirtschaftlich wird das jetzt natürlich, also auch das schlechte Management dieser Situation, das wird, vermute ich, als Fachfremder unmittelbar ein Reputationsverlust für das Unternehmen darstellen. Und das Unternehmen wird versuchen, sich anders zu positionieren. Aber ich glaube eben, dass nach wie vor Siemens darauf angewiesen sein wird, wenn es, ich glaube, die haben gerade reduzierte Gewinne von 1,3 Milliarden ausgewiesen, wenn es in dieser Größenordnung weiter Gewinne ausweisen möchte und dazu ist das Unternehmen seinen Anteilseignern, Eignerinnen verpflichtet, dann wird es nach wie vor vielleicht nicht mehr die Kohlegewinnung in Australien unterstützen müssen, aber durchaus Geschäfte betreiben müssen, die also im weiteren und im engeren Sinne nicht nachhaltig sind. Herr Beckmann. Sie haben gesehen, mich juckt es in den Fingern. Jetzt ich habe es gemerkt, ja. Ohne Frage direkt, weil das sehr anregend ist, was Sie beide gerade diskutieren. Und ich würde gerne in zwei Schritten dazu etwas sagen. Erstmal zu der Frage, wie ich Herrn Käsers
Handlung bewerte. Und da würde ich sagen, naja, das sind ja im Prinzip zwei Dinge, die man bewerten muss. Und bei einer würde ich sagen, ich kann die Situation nicht gut einschätzen, aber ich denke, da hat er verständlich gehandelt und in einer Sache hat er total versagt und beides hat mit Ethik zu tun. So wie wir versuchen, mit unseren Studierenden über Ethik nachzudenken, betriebswirtschaftlich oder diese Fragen von ehrbaren Kaufmann, ist eine Frage, manchmal ist man in Situationen, da tauchen Konflikte auf und man muss gucken, wie man jetzt einen Konflikt löst, wie man einen Kompromiss eingeht, wie man Dinge abwägt. Und dann muss man sich die Gründe anschauen und schauen, in der Situation zu gucken, was kann ich eher verantworten in der Situation. Und da haben Sie ja gesagt, da hat Herr Käse eine ganz dumme Situation vor sich gehabt. Der Vertrag war unterschrieben, da waren Konventionalstrafen vereinbart. Wenn er jetzt das Ganze zurückgezogen hätte, hätte Siemens riesige Risiken gehabt, hätte Geld zahlen müssen an einen indischen Kohlekonzern, der am Ende das Ganze genutzt hätte, um die gleiche Signaltechnik nochmal aufzubauen. Also fürs Klima wäre auch gar nichts gewonnen gewesen. Und in der Situation zu sagen, okay, da kommen wir jetzt nicht raus, ich entscheide mich dafür, dass wir die Signaltechnik liefern, ist ein Abwägen von Gründen und da hat er das so abgewegt, es scheint für mich Gründe zu geben, so zu handeln. Die entscheidende Frage ist aber die zweite, nämlich in welche Art von Situationen wollen wir uns bringen, wo wir Dinge abwägen, die ineinander entweder im Konflikt stehen oder gegeneinander laufen. Und dass jemand sein Unternehmen so führt, dass man angesichts, was Sie gesagt haben, eines sich rasant wandelnden gesellschaftlichen Erwartungsumfelds Verträge eingibt, wo die Konzernmutter gezwungen ist, sich an Absprachen von Teilgesellschaften zu halten, selbst wenn der Konzern sagt, das macht unsere Reputation kaputt, das passt nicht zu unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Da hat jemand auf der Führungsebene, glaube ich, nicht das Unternehmen so im Griff, dass man seine Konzernstrategie ehrbar machen kann. Und da würde ich eher die Frage stellen, andere ethische Frage nicht, wie handle ich in einer Situation, wenn der Konflikt da ist, sondern wie gestalte ich Situationen? Wo will ich eigentlich hin? Und das hat was mit der zweiten Sache zu tun. Und da bin ich in gewisser Weise am Anfang der Diagnose ganz bei Ihnen und am Ende dann ganz woanders. Ich teile die Diagnose, dass Wettbewerb zum Beispiel ein Zwangsinstrument ist. Wenn ich im scharfen Wettbewerb bin und ich zweifelsfall an der Börse im Gedeihenverderb von anderen auch sonst aufgekauft werde oder nicht und mit bestimmten Sachen Geld verdiene, dann habe ich vielleicht gar nicht die Freiheit, mich sehr stark draus zu ziehen. Jetzt ist die Frage, ist das nur ein Teil der Problembeschreibung oder stecken da auch Lösungspotenziale drin? Und da würde ich sagen, naja, welche Wettbewerbslogik gilt, womit man überhaupt erfolgreich sein kann? Das kann ich auf der betriebswirtschaftlichen Ebene mit meinem Geschäftsmodell modellieren. Und auf der gesellschaftlichen Ebene machen wir gerade in Deutschland CO2-Bepreisung. Und da sagen wir, die Unternehmen, die bei steigenden CO2-Preisen im Wettbewerb bleiben wollen, die müssen, und zwar egal, ob sie an den Klimawandel glauben oder Leugner sind, die werden gezwungen, sich jetzt klimafreundlicher zu verhalten. Und da wäre meine Frage für die spätere Diskussion an Sie zum Beispiel, wenn wir sowas wie das Klimaproblem lösen wollen, ohne jetzt zum Beispiel den Wettbewerb zu nutzen, um die Unternehmen zu animieren, Wettbewerbsvorteile durch mehr Klimaschutz, durch mehr Innovation zu leisten. Was wäre die Alternative, wenn Sie sagen, innerhalb dieses Systems ist es nicht möglich? Da würde ich sagen, okay, ehrbarer Kaufmann braucht Rahmenbedingungen. Ich kann nicht ehrbar sein, wenn der Wettbewerb an mir vorbeizieht und die fehlenden Rahmenbedingungen, zum Beispiel klimafeindliches Handeln, gratifizieren. Also gebündelt heißt, es können sich Unternehmen überhaupt leisten, ethisch zu handeln, wenn sie in einem scharfen Wettbewerb stehen. Frau Trinkwalder, Sie brennen schon drauf, ja. Sie haben da Ihre Gedanken dazu. Zwei Dinge. Ja. Zum einen die Frage, können sich Unternehmen überhaupt leisten, moralisch und ethisch sauber zu handeln? Ich formuliere es andersrum, sie können sich es nicht mehr leisten. Ja, das ist einfach mal Fakt. Warum? Kommen wir aber vielleicht gleich dazu. Ich möchte aber, damit wir den Faden hier nicht gänzlich verlieren, ich glaube, wir diskutieren und ich hätte auch nie gedacht, dass ich für Joe Käse jetzt mal hier eine Lanze breche. Ja, also es passieren Dinge, man mag sie für möglich halten. Wir diskutieren am falschen Punkt meines Erachtens. Wir diskutieren hier über ein Unternehmen, was Bauprojekte hat, die jahrelang geplant werden. Ich meine, wir haben auch so Bauprojekte wie S21, BER und so weiter und so fort. Da gibt es Vertragsstrafen, tralala, dauern Jahrzehnte. So, wenn ein Joe Käser heute sagt, das können wir nicht mehr machen, dann ist die Unmittelbarkeit einfach nicht gegeben. Das kriegt er einfach nicht auf die Rille. Da kann der arme Kerl, ob er will oder nicht, gar nichts dafür. Über Kommunikation und was er danach gemacht hat,
brauchen wir nicht diskutieren, war sehr unklug einfach. Aber wenn er sich hingestellt hätte und gesagt hätte, mit dem heutigen Tag unterschreibt Siemens keine Aufträge mehr, die beispielsweise dem Klimaschutz nicht dienlich sind, dann wäre das ein unheimlich imposantes Signal gewesen. Wir können uns nicht 20 Jahre fett fressen und morgen wieder ausschauen wollen wie Claudia Schiffer. Es braucht ein bisschen Zeit. Weil wir gesellschaftlich uns aber so unglaublich schnell entwickeln gerade und weil wir eine tolle, dynamische Jugend haben, die wirklich mal den Arsch hochkriegen, die uns auch treiben, recht so, also mich Öko sowieso nicht, weil wir machen das seit Jahren. Es gibt noch die Generation vor mir, die sind jetzt so 60, 70. Das sind so die Gründer von Rapunzel, Soda, Sahn und wie sie heißen. Also das ist die andere Geschichte. Die wissen auch, dass es ein langer Weg ist. Wir müssen aber auch den Unternehmen, auch den Großen, die Chance geben. Das empfinde ich für fair, dass sie zumindest reagieren können. Weil sonst wird es sehr schnell, es macht keinen Spaß mehr. Und dann machen die wirklich weiter wie bisher. Und dann wird es nicht lustig. Weil beispielsweise Wiesenhof, ganz anderes Beispiel. Ja? Wiesenhof schreddert seit 50 Jahren Küken. Wissen wir alle, finden wir nicht nett. Die könnten das sofort ändern. Da gibt es keine Verträge. Das ist der Bruder vom Wiesenhof. Aber die machen es nicht, solange die Politik nicht in die Puschen kommt. Ja? Also da könnten wir unmittelbare Ergebnisse bekommen für eine Besserung. Hier haben wir Verträge, wo es einfach schwierig ist. Hier könnten wir in die Zukunft agieren und sagen, ja, ab heute wird sowas nicht mehr gemacht. Verzeiht uns, wenn wir die Verträge noch ausfüllen, aber ab jetzt nicht mehr. Sigmar Gabriel hat Waffen an die Saudis geschoben, ja, okay. Weil die Verträge noch von anno dazu mal kommen. Jetzt sagen wir mal, Siemens würde das machen. Ich bin jetzt kein Experte, was die Siemens-Geschäfte angeht, aber das ist, wie wir alle wissen, ein globaler Konzern, der sich auch in Ländern und auf Märkten bewegt, wo es nicht so freundlich oder sagen wir mal, wo es auch nicht so selbstkritisch zugeht wie im Moment in weiten Teilen der westlichen Welt. Was würde das für ein Unternehmen bedeuten oder wie muss ich das ausbalancieren? Nehmen wir zum Beispiel China. Da hat man das Gefühl, beim Seidenstraßenprojekt zum Beispiel spielen ethische Gesichtspunkte überhaupt keine Rolle. Und das sind aber Konkurrenten, mit denen sich ein Unternehmen wie Siemens rumschlagen muss. Ich darf ein Gegenbeispiel reinbringen. Ich hätte niemals für möglich gehalten, dass vor 2-3 Jahren der Vorsitzende von BlackRock, ja, den ganz bösen Heuschrecken, gesagt hat, wir brauchen nachhaltige Investments. Nur noch so geht's. Also ich bin da schier vom Stuhl runtergerutscht. Nee, das muss ich mir noch mehr anschauen. Das glaube ich jetzt gar nicht. Ja. Ich glaube, die Zeit wandelt sich gerade wirklich. Aus welchen Beweggründen sie es tun, ob das jetzt nur eine gute Marketingmaschinerie ist oder ein ernsthaftes Begreifen, dass es wirklich 12 Uhr schon ist oder eigentlich 2 nach 12, ist die andere Frage. Und ja, ich bin auch nicht Siemens-Vorstandsvorsitzende. Wenn es ich wäre, dann würden wir solche Geschäfte nicht mehr machen. Ja, da wäre ich knüppelhart, weil es geht nur eine klare Linie. Man kann nicht ein bisschen moralisch sein. Entweder man ist moralisch oder man lässt es. Jetzt hat ein Unternehmen, Herr Lessing, Sie kommen klar, ein Unternehmen wie Siemens hat internationale Investoren, denen im Zweifelsfall, Herr Beckmann, unter Umständen völlig die Kriterien, die jetzt Frau Trinkwalder oder die wir neuerdings gesellschaftlich auch anlegen in Deutschland, relativ egal sind. Kann man sich innerhalb der Regeln, unter denen internationale Unternehmen funktionieren und Märkte funktionieren, überhaupt so umorientieren, dass man sagt, wie Frau Trinkwalder, wenn ich Siemens-Vorstand wäre, würde ich es halt einfach nicht mehr machen? Oder ist der Druck dann von Investoren und anderen Shareholdern so groß? Ich glaube, dass Sie da eine reale Herausforderung, ein Problem ansprechen. Gerade das Klimaproblem, was ja bei Siemens jetzt im Joe Kaeser-Beispiel im Vordergrund steht, ist ja ein globales Problem, wo wir ein globales Systemproblem haben. Weltweit verursacht CO2 Kosten für die Menschheit, für die Natur und niemand preist das eigentlich richtig ein. Und da ist es natürlich schwierig, wenn wir eine globale Wirtschaft haben, aber keine globalisierte Regelgebung. Da versuchen wir ja langsam hinzukommen und das ist nicht leichter geworden, nachdem wir erstmal das Pariser Abkommen haben und dann zum Beispiel jetzt die USA wieder rausgegangen ist. Das heißt, da haben wir eine ganz andere Situation als in unserer sozialen Marktwirtschaft in den 50ern, wo wir eine deutsche Wirtschaft mit einer deutschen Regelgebung hatten und da konnte man auch irgendwie hoffen, dass die Rahmenbedingungen ehrbares Verhalten möglich machen. Und da haben wir jetzt ganz schwierige Fragen. Für Herrn Kaeser ist natürlich die Situation schwierig. Wenn wir jetzt gucken, er sagt jetzt, er macht bei diesen Arten von Ausschreibungen nicht mehr mit.
Gut, da muss man gucken, was heißt das für Arbeitsplätze, was heißt das in anderen Bereichen. Nehmen wir an, die Arbeitsplätze werden alle gesichert, weil man irgendwie andere Produkte findet und so weiter. Aber dann heißt es, die Arbeitnehmer kriegen nach wie vor den Lohn wie vorher, die Zulieferer kriegen den Lohn wie vorher, die Immobilienbesitzer, wo Sachen angemietet werden, die kriegen alles wie vorher. Aber das, was an Gewinn geschmälert wird, geringer wird, tragen allein die Investoren. Und das ist eine Stakeholder-Gruppe, die dann das Klimaschutzengagement alleine trägt, während andere nicht einen Beitrag leisten. Und dann werden die sagen, der Herr Käse arbeitet doch eigentlich für uns. Den haben wir irgendwie über den Mitgliederversammlung und so weiter eingesetzt. Und dann ist die Frage, ob Herr Käse das noch lange machen kann. Deswegen müsste eher die Alternative sein, wie kann ein Unternehmen denn jetzt Geschäftsmodelle, Technologien entwickeln, wo man sagen kann, ich steige aus diesen Techniken aus, Kohle und so weiter, und baue mir neue Technologien auf. Das dauert aber Zeit und der Finanzmarkt honoriert Ergebnisse, die in sehr, sehr, sehr kurzer Zeit sich in den Berichten zeigen. Das ist was anderes, wenn du Privatunternehmerin bist. Da weißt du, du weißt, das ist richtig. Du kannst auch ein Tal der Tränen durchgehen, wo es schwierig ist. Da kannst du durch, das ist auch der Mittelstand, Familienunternehmen. Das ist am Finanzmarkt nochmal ein Stück weit anders. Aber auch wieder, weil da Interessen von Investoren dran setzen. Die bösen Investoren, BlackRock und so weiter, da stecken ja dann Pensionsfonds, Renten und so weiter dahinter, die auch sagen, ihr könnt gerne das Klima schützen. Aber also heißt das jetzt zugespitzt, das Familienunternehmen kann leichter ethisch handeln und moralisch handeln als das Kapital, die Kapitalgesellschaft? Das Familienunternehmen hat einen anderen Zeithorizont. Nachhaltigkeit hat immer mit der Zukunft zu tun. Ich kann darüber nachdenken, ob ich auf eine Sache verzichte oder ich kann sagen, der Verzicht ist es wert. In ein paar Jahren merke ich, für mein eigenes Selbstbild, für da, wie ich am Markt dastehe, die Reputation, ist es eine Investition. Und dann ist die Frage, habe ich den Zeithorizont? Und da habe ich als Familienunternehmen einen längeren Zeithorizont als Mittelstand, als börsennotiertes Unternehmen, wo die Vorsitzenden vielleicht nur ein paar Jahre überhaupt am Ruder sind. Alles? Darf ich einfach so fragen? Klar, natürlich. Ohne Frage, wir haben ja eine Podiumsdiskussion. Also. Wunderbar. Nee, wenn jetzt schon Reihe um Joe Käser in Schutz genommen wurde, möchte ich auch China kurz in Schutz nehmen. Ich weiß, das kommt nicht gut, aber ich sage es jetzt einfach mal so. Aber nur deswegen, weil Sie sagten, Sie haben auf den selbstkritischen Westen hingewiesen versus andere Akteure, Konkurrenten auf den Weltmärkten, nicht so mit Seidenhandschuhen an die Sache gehen. Und ich finde, da sollten wir uns nichts in die Tasche lügen. Also Deutschland hat sein Klimabudget, was im Pariser Abkommen vereinbart war, schon längst überschritten, schon verbraucht. Ja? Sollte sich also tunlichst nicht beispielsweise in dem Punkt anderen gegenüber als der Lehrmeister dann aufspielen. Und ich habe gerade, als Sie nochmal die CO2-Bepreisung genannt haben, habe ich mir gedacht, das ist halt leider nicht die Lösung des Problems. Also wenn man das Umweltbundesamt ernst nimmt, es ist eine Regierungsbehörde, ne, dann sagen die, also wir haben ja zunächst regierungsseitig 10 Euro für Tonne CO2 oder CO2-Äquivalent diskutiert, dann waren es 25, manche sagen 40, 50, das Umweltbundesamt sagt, das sind auch Forderungen von Fridays for Future, 180 Euro müsste die Tonne CO2 oder CO2-Äquivalent kosten, wenn man gewisse Kosten mit einpreisen wollen würde. Dann sagt aber das Umweltbundesamt in dem Methodenannex zu dem Papier, wo es die 180 formuliert, wenn man wirklich einen weiten Kostenbegriff veranschlagt und dann in die Zukunft den Diskontsatz nicht so freundlich anlegt, dann müsste eine Tonne CO2 oder CO2-Äquivalent 640 Euro kosten. Ja, 640 Euro, das ist also weit, weit entfernt von dem, was überhaupt einigermaßen plausibel wäre, dass es in absehbarer Zeit in der politischen Diskussion tatsächlich auch so eine Rolle spielen könnte, dass dieser Preis irgendwann real werden würde. Und dann muss man dazu sagen, dass bei dem Umweltbundesamt bei dieser Berechnung viele Kosten, ja, mittelbare Kosten, die durch CO2 entstehen, à la longue, nicht eingepreist sind, weil man sie gar nicht bemessen kann. Da kann man keinen Preis drauf setzen. Und dann wird man sagen müssen, es geht nicht nur um CO2, sondern es geht ums Artensterben, ja, um den Nitratkreislauf und so weiter, Phosphor. Also wir sind in verschiedenen Belangen an einem Punkt, wo es eigentlich klar ist, wir können die Nichtnachhaltigkeit unserer Wirtschaftsweise mit Bordmitteln nicht mehr auffangen. Es geht aber bei der Diskussion jetzt Ethik ja nicht nur um Klimaschutz, wenn das auch ein wichtiger Punkt ist.
Und meine Bemerkung bezog sich ja zum Beispiel auf das Seidenstraßenprojekt und was da an Ausschreibungspraxis praktiziert wird, ist nun auch nicht nach ethischen Maßstäben. Also das wollte ich nur noch mal fragen, Herr Fopelius, als Sie IHK-Präsident wurden vor 10 Jahren, war das die Zeit unmittelbar nach der Finanzkrise. Die war noch nicht richtig verdaut, die Finanzkrise, die Wirtschaftskrise. Das Image der Banker war noch schlechter, als es jetzt ist. Man konnte sich damals eigentlich gar nicht vorstellen, dass bestimmte Finanzinstrumente wieder en vogue werden. Die sind es inzwischen wieder. Viele Banker machen weiter, als wäre nichts gewesen. Sie haben damals gesagt, ich möchte einen Beitrag dazu leisten, dass der Graben zwischen Gesellschaft insgesamt und zwischen Wirtschaft, zwischen Unternehmen, dass der wieder zugeschüttet wird. Haben Sie das Gefühl, jetzt 10 Jahre später, dass dieser Graben größer geworden ist oder ist er tatsächlich kleiner geworden? Ich glaube, dass die Kräfte in der Gesellschaft, die die Menschen auseinandertreiben, generell größer geworden sind. Und jeder Beitrag, den wir als Organisation oder jeder Einzelne von uns leisten kann, wieder ein kleines bisschen gesellschaftlichen Zusammenhalt zu schaffen, der ist wertvoll. Mein erstes Projekt war, dass ich mich vor die Nürnberger Bankenvereinigung hingestellt habe. Das war für mich als kleiner Kreditkunde, war das eine aufregende Geschichte. Und gesagt habe, jetzt lasst uns doch einmal über ein Finanzierungsinstrument für Existenzgründer nachdenken, dass man einfach problemloser läuft, das auf Vertrauen fußt und wo wir als IHK mit unserer Existenzgründerberatung auch eine Begutachtung oder eine Bewertung abgeben können. Und da ist mir Gott sei Dank an einem Abend in der Oper der Chef der Deutschen Bank hier über den Weg gelaufen. Und als der dann mitgemacht hat, haben die anderen gesagt, naja, also wenn die Deutsche mitmacht, müssen wir da auch mitmachen. Und dann hat es funktioniert. 100.000 Euro Kredit für einen Unternehmensgründer ohne Verwendungsnachweis, ohne dingliche Sicherheiten. Also das war schon ein Einstieg. Das mag jetzt im Einzelfall funktionieren. Ansonsten gilt die Deutsche Bank jetzt nicht unbedingt so als Hort von Ethik und Moral. Aber lassen Sie mich nochmal die Frage, ich möchte es trotzdem nochmal wissen. Der Graben Gesellschaft und Wirtschaft, entwickeln die sich auseinander? Ich möchte es nicht pauschal beantworten. Stichwort Corporate Social Responsibility, das ist auch gefallen. Übrigens, man muss wirklich unterscheiden zwischen gesellschaftlichem Engagement und gesellschaftlicher Verantwortung. Ist ein Riesenunterschied. Also wenn ich mich gesellschaftlich engagiere, meinetwegen einen Kindergarten fördere, aber Altöl in meinem Autohandel in den Gulli kippe, hat es mit gesellschaftlicher Verantwortung nichts zu tun. Wir haben ein Weiterbildungsinstrument ins Leben gerufen, das ist ein Nürnberger Produkt, CSR-Management. Und die Unternehmen kommen und nehmen das ernst. Und ob der Graben dadurch ein Stück weit kleiner wird, also das Glas ist halb voll und halb leer. Ich glaube, vielleicht können wir die Frage noch erweitern, nicht nur, dass wir über den Graben zwischen Wirtschaft und Gesellschaft sprechen, weil Wirtschaft ist ein Teil der Gesellschaft, oder aber die Gesellschaft wiederum bildet auch die Wirtschaft ab. Ich habe das Gefühl, gerade die letzten 5, 6 Jahre, dass sich die Wirtschaft an sich und die in ihr seienden Menschen teilen, ja, und zwar in eine, wir hatten es ja vorhin auch schon schön, Konzerne, die tun sich einfach verdammt schwer mit der Zukunft und so nachhaltig und so Moral. Und dann haben wir die Familienunternehmen, die haben es einfach, aber auch nicht alle. Ja, da gibt es auch genügend, die wirklich größtes Schindluder treiben. Ich glaube, dass sich die Wirtschaft und die Menschen, die sie prägen, teilen in eine, nennen wir sie mal, verzeiht, fucking old economy. Ja, und in die andere Variante, die wir heute als Social Entrepreneurship beispielsweise kennen oder formulieren würden, dass wir andere Unternehmenszwecke haben, dass wir andere Werte haben, dass wir, da hängt auch ganz viel der Fachkräftemangel, den es in Bereichen durchaus gibt, nicht in allen, aber klar, IT etc., Handwerk brauchen wir nicht diskutieren, da gibt es einen Fachkräftemangel. Im Handwerk weiß keiner machen will, in der IT weiß nicht jeder kapiert. Ja, also da haben wir einen, auf der anderen Seite haben wir sehr viele Menschen, die könnten was tun, aber denen wird der Zugang verwehrt. Ja, also ich glaube, dadurch fragmentieren wir unsere Wirtschaft und auch die Gesellschaft. Ich glaube sehr wohl, dass wir eine herkömmliche Wirtschaft haben, die sich schwer tut,
es anzuerkennen, dass Moral doch eigentlich ganz cool ist und dass wir es wirklich notwendig hätten, ja, oder aber auch aus welchen Dingen auch immer nicht können. Ja. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nee, ich mache das jetzt einfach. Also es gibt ja wieder ein Beispiel, kann man jetzt gut oder schlecht erachten, aber sie machen es einfach gut in meinen Augen. Rügenwalder, ich kenne die als Kind einfach noch als Wurstfabrikant. Von denen kriegt sie heute kaum mehr Wurst. Ja. Gibt's nimmer. Das schaut zwar aus wie Wurst, das ist aber keine mehr. Ja. Weil die für sich beschlossen haben, so Thema erledigt, Streichwurst, früher haben wir es aus einer Sau gemacht und heute machen wir es aus Erbsenprotein. Das ist eine ganz klare Entscheidung gewesen und ich glaube schon, dass das die Wirtschaft verändern wird. Ja, und es gibt mutige Unternehmen, aber ich plädiere nochmal, wir müssen Unternehmen auch Zeit geben. Die Menschen müssen mit. Und das Zweite, was ich gerne noch hinzufügen möchte, weil Sie gesagt haben, Moral und ethische Märkte haben nicht nur etwas mit Klimaschutz zu tun. Und Sie wiederum doch, nein, nicht nur. Weil Klimaschutz ist in meinen Augen eine ganz, ganz große soziale Frage. Auch das ist einfach Fakt. Ja? Und da können wir nur mit Bildung die Dinge ändern. Also wenn ich mit meinen Ladies spreche und sage, tut mir leid, liebe Ladies, aber euren einzigen Urlaub, den ihr im Jahr habt und da von mir aus nach Malle fliegt, ja, ich fliege nicht mehr, ich habe kein Auto, alles wunderbar, den verbiete ich euch jetzt, weil der Flug muss mindestens 2500 Euro kosten, dann trappen die mir aufs Dach. Ja, weil sie nämlich dann als Beispiel nehmen, Moment mal, aber hier, der fliegt viermal die Woche sonst irgendwo hin, München, Hamburg und der und der und der. Also wir müssen einfach wirklich schauen, dass wir da alle wieder einkeschern und sagen, passt auf Leute, das ist nicht in Ordnung. Warum bitten wir nicht die zur Kasse, die sich es auch leisten können? Das muss man auch mal so sehen. Ja. Und nehmen die anderen da auch ein bisschen mit. Das sind einfach Geschichten. Soziale Frage ist genauso wichtig für die Moral wie die ökologische Frage. Das eine bedingt das andere. Wollten Sie dazu? Ja, also ich würde das Problem nur nicht sozusagen individualisieren auf die Konsumentinnen, sondern ich glaube, meines Erachtens muss man mindestens sehr auf die Produktionsseite schauen wie auf die Konsumseite. Also ich halte auch nicht viel davon, sozusagen ethischen Konsum zu fordern oder eine Politik mit dem Einkaufskorb, ja, um dann zu veranlassen, dass bestimmte Dinge nicht produziert werden, sondern ich denke, es wäre sehr viel sinnvoller und auch logischer, schon auf der Produktionsseite anzuschauen, sich zu überlegen, was soll denn in Zukunft überhaupt produziert werden, wie soll produziert werden, da bin ich wahrscheinlich wiederum nah bei Ihnen, ja, und wer entscheidet darüber? Und das ist, glaube ich, eigentlich das Problem, es ist auch ein Problem, also gängige Konsummuster in der Hyperkonsumgesellschaft, also entsprechend auch der Flugkonsum ist sicherlich ein Problem, aber die andere Seite ist auch hier wieder die Frage, ja, also warum fliegen die Leute so viel, ja, was veranlasst die dazu, was ermöglicht es ihnen, ja, was verunmöglicht womöglich andere Formen, ja, der Freizeitpraxis, und ich glaube, da sind wir wieder bei strukturellen Fragen, und deswegen würde ich nicht sagen, Ladies hin oder her, es ist keine Frage der Bildung, sondern es ist eine Frage von Gelegenheitsstrukturen. Und da ist tatsächlich dann, glaube ich, auch die Politik gefragt, Gelegenheitsstrukturen zu verändern. Und insgesamt ist bei politischen Entscheidungen mehr Demokratie meines Erachtens gefragt, nämlich gemeinsam darüber, wenn Sie das mit Bildung meinen, bin ich sofort dabei, uns gemeinsam darüber auszutauschen, was wir denn wollen und wo wir politische Verantwortung übernehmen können, nicht nur moralische. Ich glaube, wir sind ziemlich nah beieinander, wir formulieren es nur unterschiedlich. Ja. Was ich damit sagen möchte, ist, dass man sich die Moral auch leisten muss, ja, und leisten können muss. Wenn wir über eine regional wertgeschöpfte Produkt oder ein regional wertgeschöpftes Produkt sprechen, das aus dem Bilderbuch wertgeschöpft ist, nehmen wir mal so eine Tasche von Manu Mama beispielsweise, dann ist die, ja doch, das ist aber so, wir haben hier Lohnkosten, wir haben hier Weber, wir haben hier Spinner, wir haben alles wird hier in unseren eigenen, in unserer Region hergestellt. Wir halten dieses Inlandsprodukt einigermaßen hoch. Natürlich kostet das das Doppelte im Vergleich zu einer, was auch immer, woher kommenden Tasche. Ja? So, und dann brauchen wir die Politik, die aber sagt, okay, gut, in Ordnung. Wir müssen den Kunden und den Konsumenten ja auch die Chance geben, Gelegenheit, dass er sich das leisten kann. Ja klar, dann brauchen Sie Umverteilung. Es wird nicht so gerne gehört, dann brauchen Sie Umverteilung, nämlich dass sich auch die Einkommensmilieus, die sich bisher entsprechende Produkte eher nicht leisten können, sich die leisten können. Das ist keine Bildungsfrage, das ist dann eher eine Einkommensfrage.
Und das heißt dann eben auch eine andere Sozialpolitik, dass man hierzulande von einem Hartz-IV-Satz leben kann, ist ja deswegen auch möglich, weil die Reproduktionskosten des Lebens künstlich gesenkt werden, weil man sich eben sehr preiswert Dinge des alltäglichen Bedarfs kaufen kann und auch kaufen können muss, damit man überhaupt von dem Hartz-IV-Satz leben kann. Ne? Also insofern stimme ich Ihnen zu, ist eine soziale Frage, das heißt aber, dann müsste man tatsächlich stärker umverteilen. Und das ist ja etwas, wovor jetzt mittlerweile eigentlich fast alle politischen Akteure zurückschrecken. Na, umverteilen ist ja alles gut und schön, aber das ist mir zu einfach, weil Umverteilung ist immer sehr plakativ und ist immer sehr populistisch und sagen, teilen wir um und dann passt das alles. Mit einer Umverteilung haben wir nicht gelöst, dass wir weniger konsumieren müssen, sondern wir schaffen dann auch die Möglichkeit, dass die, die sich bis jetzt nicht mehr leisten können, auch noch mehr leisten können. Das ist einfach Fakt. Also es ist total kontraproduktiv, obwohl Umverteilung per se nichts Schlechtes ist. Das Zweite ist, also Sie schütteln mit dem Kopf, aber wenn ich beispielsweise, meinen Ladies 500 Euro extra gebe, dann sind die morgen super gut angelegt, ja, in allen Dingen, ja, das ist einfach so, das ist auch in Ordnung so, das ist gar keine Frage, dann spart halt woanders jemand wieder was ein. Ich glaube eher, dass man beispielsweise Produkte, die eben nicht moralisch hergestellt werden, die nicht ökologisch hergestellt werden, die unter nicht sauberen sozialen Bedingungen hergestellt werden, dass man die mit einem Steuersatz beispielsweise verknoten. Aber Sie wissen vermutlich genauso gut wie ich, dass die besonders umweltbewussten Milieus in der Bundesrepublik Deutschland auch den größten ökologischen Fußabdruck haben. Ja, was ich dramatisch finde, also was ich ganz furchtbar finde mit dem SUVs-Kindern, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Ich finde es sehr kurzweilig, euer Dialog. Aber der Herr Beckmann schaut auch schon mit den Hufen. Bitte schön. Ganz viele spannende Sachen. Also du hast ja eben am Ende nochmal gesagt, hey, da sind ganz viele, und Sie haben das auch gesagt, viele Produkte, die sind künstlich billig. Die wirken billig, weil die Kosten der Produktion auf die Umwelt, auf schlechte Arbeitsbedingungen ausgelagert werden. Und da würde ich differenzieren. Nur weil ein Produkt günstiger aus dem Ausland ist, muss das nicht der Fall sein. Es kann auch sein, dass es günstige Lohnkosten sind und dass die Menschen dort froh sind, diese Arbeit zu haben. Das kommt auf die Lohnbedingungen drauf an, auf die Arbeitsbedingungen drauf an. Aber nehmen wir jetzt mal an, wir haben den Fall, dass wir sagen, okay, unfaire Arbeitsbedingungen, Klimabelastung, Tierleid, das wird eingepreist, da wird ein Preis drauf gemacht. Dann werden die Produkte im Warenkorb teurer. Ich habe ein W3-Professoreneinkommen eines bayerischen Beamten. Mich juckt das nicht viel. Aber wenn ich mit Hartz-IV-Satz zurechtkommen muss und da werden Grundnahrungsmittel teurer, dann ist das ein großer Effekt. Von daher bin ich voll dafür. Ich bin für mehr Tierschutz, ich bin für mehr Klimaschutz. Das muss aber sozialverträglich gemacht werden. Und das ist schwierig, das sehen wir gerade bei der CO2-Bepreisung. Da wird ja auch gesagt, wie gibt es da eine Energieentlastung für ärmere oder für alle Haushalte, die dann auch bei ärmeren Haushalten eigentlich einen starken Effekt haben soll. Also bin ich dafür. Jetzt hatten Sie gesagt, ethischer Konsum, dem sollen wir das nicht überlassen. Bin ich auch dabei. Wir können nicht sagen, jeder ändert sein Verhalten, wenn nicht alle die Bildung vielleicht nicht die Motivation haben, denn die Verbraucher sind so heterogen wie vielleicht auch die Unternehmer. Da gibt es bei den Verbrauchern einige, die sagen, ich verzichte auf Fleisch und ich verzichte auf Fliegen und andere verzichten nicht drauf. Meine Vorstellung ist, dass wir so ein dynamisches Zusammenspiel haben. Es gibt Unternehmerinnen und Unternehmer, die gehen voran, Rügenwalder, Mamo Mama und andere und sagen, ich habe ein tolles Produkt, das ist ethischer, das ist fairer, vielleicht regional. Da gibt es auch einige Verbraucher, die gehen mit, das sind dann aber nur ein paar, aber die zeigen erstmal Alternativen auf und die zeigen, dass es anders geht. Und dann hat man in der Nische Alternativen, wo man sehen kann, da entwickelt sich ein Markt und dann kann die Politik nicht mehr sagen, es geht ja gar nicht anders. Also ich schaue es mir bei der Energiewende an. Die ersten Leute, die sich in Solarzellen aufs Dach gepackt haben, die haben das nicht aus wirtschaftlichen Gründen gemacht. Das hat sich nicht gerechnet, aber die haben dran geglaubt. Da waren Verbraucher, da waren Produzenten. Und irgendwann konnte man sagen, okay, da gibt es Beispiele, die kann man jetzt skalieren. Es wird aber Verbrauchende im Markt geben, die vielleicht nicht den ethischen Anspruch haben. Und es wird Produzierende im Markt geben, die sagen, ich schredder einfach lieber die Küken. Und da muss man sagen, da bin ich bei Ihnen, demokratisch, wollen wir in so einer Gesellschaft leben? Und wenn wir sagen, wir wollen das nicht, dann müssen wir demokratisch sagen, da gehen wir durch die Politik und ändern die Rahmenbedingungen und dann sind die ethischen Konsumenten und die ethischen Produzenten, die vorher gezeigt haben, hey, ich kann mit meinen Küken auch anders umgehen, es geht, Treiber dieses Prozesses aber auf einer anderen Ebene. Und deswegen würde ich sagen, am Ende, wenn wir ein Systemproblem haben, brauchen wir eine Systemänderung
dass da individuelles Verhalten vorgehen kann, auf beiden Seiten, Produzenten und Konsumenten, wichtig. Aber der nächste Schritt muss sein, zu sagen, wir können nicht alle uns durch unsere ethische Achtsamkeit alle Probleme lösen. Mich überfordert das, wenn mich Leute fragen, soll ich jetzt eine Papiertüte nehmen oder eine Plastiktüte? Die regionalen Tomaten oder die Tomaten aus Marokko, die regionalen Äpfel, die im Winter gelagert werden oder die aus Chile kommen, ich kann das irgendwann gar nicht mehr einschätzen. Also ich glaube, wir überfordern auch, wenn wir den Verbraucher, wenn wir alles am Ende auf die Moral von Einzelakteuren ziehen. Die können vorangehen, Lösungen aufzeigen, am Ende müssen wir aber demokratisch gucken, wie wir die Herr Politik Beckmann ändern. Und auch Herr Fopilius. Ich möchte noch mal kurz anknüpfen an das, was Frau Trinkwalder vorhin schon angedeutet hat. Erleben wir oder lügen wir uns als Gesellschaft nicht bei dem Thema wahnsinnig in die Tasche? Wenn wir auf der einen Seite, nehmen wir mal den Begriff Bio. Wir sind uns hier wahrscheinlich alle einig, biologisch angebaute Lebensmittel sind im Zweifelsfall einfach nachhaltiger als andere. So, wir haben die Woche in Nürnberg, geht die Bio-Fach wieder los. Da wird es wieder groß getönt werden, wie wichtig Bio. Wenn Sie Umfragen machen, jeder will Bio, 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 ist ganz toll, man will sich ja gesund ernähren. Auf der anderen Seite ist es aber so, die bittere Realität, der Anteil von Bio-Lebensmitteln am Lebensmittelmarkt in Deutschland ist bei 5%. Das Billigfleisch, das Discounter vor Weihnachten fast verschenkt haben, hat reißenden Absatz gefunden. Das ist ja nicht nur ein Problem, oder das nehmen ja nicht nur Menschen, die geringe Einkommen haben, das nehmen ja auch solche, die sich durchaus was Vernünftiges oder was biologisch Angebautes leisten können. Lügen wir uns an der Stelle nicht in die Tasche, dass wir einerseits alle sagen, ja natürlich wollen wir ethisch, Bio, Klimaschutz, aber wir verhalten uns völlig anders. Wie empfinden Sie es und was sagen Sie dazu? Ja, das ist ja nichts Neues und ist nicht nur auf die Wirtschaftswelt beschränkt. Die moralischen Ansprüche an andere zu legen, ist immer leichter, als die moralischen Ansprüche an sich selber zu legen. Das ist vollkommen klar. Und da sind wir im Bereich des Spirituellen, im Bereich des Philosophischen. Ist der Ehrliche am Ende wirklich immer der Dumme oder ist es eigentlich ganz anders? Und für uns als Unternehmer gilt die Frage, worin wird eigentlich eine Lebensbilanz erstellt? Ich behaupte mal, die wird nicht in Euro erstellt, das ist eine ganz andere Währung, aber die muss jeder selber finden. Herr Beckmann. Was Sie beschreiben, ist eine, kann man mit einem ganz interessanten Phänomen verbinden, was in meinem Bereich viel diskutiert wird. Das nennt man auf Englisch Moral Licensing, also dass ich mir moralisch mir selbst die Lizenz gebe, bestimmte Dinge zu tun. Und das kriegen wir gar nicht mit. Ich kaufe ein Bioprodukt, dann fühle ich mich so nachhaltig, dass ich das Gefühl habe, ach, an einer anderen Stelle, jetzt kann ich jetzt heute Abend auch mal diesen Wochenendtrip nach London buchen mit dem Flieger. Wir haben so eine interne Kassenhaltung und das zeigt auch, dass man ein Systemproblem eben nicht damit lösen kann, dass jedes Individuum in jeder Verhandlung, in jeder Handlung an jede Nebenfolgen denkt. Das ist uns informationsmäßig, motivationsmäßig, psychologisch überfordernd. Deswegen muss man gucken, okay Leute, da würde ich sagen, wenn ihr es wirklich ernst meint mit Bio, dann müsstet ihr eigentlich bei der nächsten gesellschaftlichen Diskussion, wo es um die Politik geht, wo es jetzt um Stallhaltung oder andere Normen geht, dann müsstet ihr sagen, wie würdet ihr denn gerne, dass die Politik für euch entscheidet, was überhaupt im Supermarkt verkauft werden kann. Und da sage, würde ich nochmal sagen, da ist es ein Riesenunterschied, wenn wir schon einzelne Betriebe haben und einzelne Verbraucher, die Alternativen aufzeigen. Aber am Ende vom Tag muss das skaliert werden. Wenn es uns gesellschaftlich wichtig ist, als ein gesellschaftliches Paket, wo wir sagen, dem stimmen wir zu. Und das sollte insbesondere die Leute mitnehmen, zum Beispiel durch Umverteilung, die am Ende das stärker in dem Geldbeutel spüren würden, als ich, wo der Geldbeutel relativ voll ist. Naja, ich meine, also ich würde Ihnen recht geben, ich würde es vielleicht nochmal verschärfen, das Argument, weil Bio ist dann keine Lösung, wenn wir nach wie vor auf dem Reproduktionsniveau dieser Gesellschaft verbleiben wollen, wie wir es haben. Und in einer Wachstumsgesellschaft heißt es ja eigentlich im nächsten Quartal, in der nächsten Periode, in der übernächsten Periode nochmal ein bisschen mehr. Gehen Sie in jeden beliebigen Bio-Supermarkt, da ist das Angebot genauso divers wie in einem konventionellen. Und da finden Sie alle exotischen Früchte von rund um den Globus auch im Winter. Ja, und Sie finden eine riesen Produktpalette und auch dort gibt es genau dieselbe Logik dann eben auf Bio gepolt, also das Meer, das differenzierter, das diversifizierter, ja, unterschiedlichste Kundenbedarfe dann noch decken. Wir leben einfach in einem Wirtschaftssystem, ich darf nochmal auf zurückzukommen, was eine
eine Konsum- und überhaupt Bedürfnisproduktionsmaschinerie ist, ja? Und sein muss. Es müssen immer neue Bedürfnisse produziert werden. Und wenn es nicht das nach konventioneller Ernährung ist, auf immer erweiterter Stufe, dann eben nach Bionahrung. Und wenn es nicht der Verbrennungsmotor ist, dann die E-Mobilität, aber sozusagen dann flächendeckend ja, alles neu ausrüsten mit E-Mobilen. Wenn wir nicht von dieser Erweiterungsmaschinerie wegkommen, dann hilft Bio nichts, dann hilft E-Mobilität meines Erachtens nichts, sondern da ist tatsächlich auch eine gesellschaftliche Auseinandersetzung darüber erforderlich, ob wir weiter in dieser Steigerungslogik uns bewegen wollen. Und ich glaube, wenn man solche Ansätze, wie hier diskutiert wurde, also regionalökonomisch, vielleicht stärker noch in Richtung von Produktions-Konsumgenossenschaften gehen würde, das ist etwas, was unter hiesigen Steigerungsverhältnissen nicht verallgemeinerungsfähig ist. Ja, dann haben sie tatsächlich eine andere Wirtschaftsweise. Aber ich finde, das muss man auch offen sagen. Ja, bisher funktioniert es in der Nische und auch deswegen, weil wir ansonsten in der Breite massenindustrielle Produktionsweisen haben, ja, monokulturelle Agrarrohstoffproduktion, die dann auch sozusagen die Ersatzrohstoffe für Rügenwalder produziert. Ja. Ich glaube, wenn wir da nicht komplett umdenken, dann haben wir dasselbe in Grün und das ist nicht unbedingt besser. Das ist ja exakt das, was ich vorhin meinte. Das bringt Umverteilung alleine nichts, weil wir dann mehr konsumieren würden. Also wir würden nicht CO2 einsparen etc. Wir müssen auch ran an eine Postwachstumsökonomie beispielsweise, dass wir sagen, weniger dafür was Gutes. Ja, wir müssen wieder Kriterien beispielsweise zu echten Werten machen, wie Qualität, Langlebigkeit, Reparaturmöglichkeit. Ja, also wenn ich höre, heute habe ich es mitbekommen, also da hat es mir ein Sender rausgehauen, wenn Sie einen gebrauchten Tesla kaufen und die Karre fährt ja angeblich 800.000 Kilometer und wenn du die gebraucht kaufst, dann schaltet Tesla beim zweiten Owner, also Inhaber oder Eigner, ich weiß gar nicht, wie nennt man den, der ein Auto hat, schaltet der den Auto, Halter, jetzt, Halter, Leute, genau. Bahncard, dann schalten die automatisch den Autopiloten ab, die Software, ja. Also das sind natürlich schon Dinge, da fühlt sich dann der Halter, der sich darüber freut, echt mehr als nur verarscht. Aber Frau Trinkwalder, und Sie, Herr Lessing, ich sagen, wir brauchen, wir sollten jetzt, Sie haben es, wird wahrscheinlich auch wirklich jeder unterschreiben, zu sagen, die Bedürfnisse, die künstlich geweckt werden, um einen Wirtschaftskreislauf in Gang zu haben. Aber was müssen wir denn jetzt konkret machen? Es ist Aufgabe der Politik, das zu verändern, oder muss das Wirtschaftssystem aus sich selbst heraus drauf kommen? Also ich glaube, nach 10 Jahren, das ist auch, ich kann es ganz kurz machen, nach 10 Jahren Manu Mama regionale Wertschöpfung, wenn jeder, der erzählt, er hätte eine Jeans aus Augsburg, wirklich eine hätte, dann wird halb Augsburg für Deutschland nähen. Ja? So ist es eben nicht. Das ist diese, du nennst es Moral Licensing, ich nannte das damals als Agenturler kognitive Dissonanz, ja. Das klappt einfach nicht ganz. Wir brauchen politische Rahmenbedingungen, ganz klar. Aber nicht so, wie wir sie momentan haben. Ja? Also die Bürger möchten mehr CO2, wenn wir das sehen, möchten mehr CO2 bezahlen. Die Wirtschaft sagt, naja, da kommt was auf uns zu. Und am Schluss sagt die Politik, nee, wir trauen uns nicht. Also wir brauchen mutvolle Politik, mutige Politik. Und nicht das, was momentan uns geboten wird. Die drehen sich nämlich nur um sich selbst. Also nur mehr um sich selbst, um sonst nichts. Naja, das mag in der Theorie stimmen, in der Praxis ist es natürlich auch schwierig, wenn man Verhältnisse hat, wie man sie im Moment haben, eine Zersplitterung des Parteiensystems. Ich meine, es ist immer so einfach, auf die Politiker zu schimpfen. Ich frage mich halt jetzt an der Stelle, was können denn wir Konsumenten tun, beziehungsweise was können Sie Unternehmer tun? Aber Sie wollten dazu noch was sagen. Ich hatte Sie ja auch gefragt, wie Sie sich's vorstellen. Sie sind ja auch Gründer einer Partei, wenn auch einer kleinen, die jetzt wahrscheinlich so schnell nicht in Regierungsverantwortung kommt. Molekularpartei hat sie die Süddeutsche genannt. Ja, sehen Sie. Aber immer, sie hat sie genannt. Ne? Muss man auch sehen. Wer uns kennt, wird Abonnent. Nein, aber ich meine, es ist doch klar, also diese Spaltung, also wir sind doch alle gespaltene Persönlichkeiten in dem Sinne. Ja, man kann sich doch niemand frei machen. Ich möchte niemand so nahe treten, aber wir sind doch alle, und das wäre wieder mein Plädoyer, uns zu sehen als Menschen, die in Strukturen gestellt sind,
ja, und die sich moralisch verhalten können, die ethische Ansprüche anlegen können, die das Beste geben können und die dennoch in einer Struktur funktionieren müssen, die systematisch beispielsweise auf Überkonsum angelegt ist, ja, auf Überproduktion und auf die Steigerung im nächsten Quartal. Da können wir uns auf den Kopf stellen. Da kommen wir auf die Weise nicht raus, also, indem da kann man auch nichts ändern. Als individuelle Konsumentinnen uns irgendwie im Supermarkt anders verhalten. Es ist natürlich die Politik gefragt, aber nicht in dem Sinne, jetzt irgendwie die alle für böse zu erklären, sondern es muss tatsächlich einen gesellschaftlichen Druck geben oder müsste einen gesellschaftlichen Druck geben, das meine ich als Demokratisierung der Verhältnisse, dass man tatsächlich gesellschaftlich sozusagen vorinstitutionell übereinkommt, dass man die Dinge anders geregelt haben wollen würde. Aber ich meine, dann ist es halt so, es möchte natürlich nicht jeder Bio, ja, und jeder CO2-Preis. Und es sind nicht nur die Ungebildeten und nicht nur die AfDler, die das nicht wollen, sondern es sind ganz normale Menschen, die nämlich wissen, dass ihre ganz normalen Lebensverhältnisse in Zukunft ganz anders aussehen würden, wenn man da wirklich ernst macht. Und deswegen sind wir in einem veritablen Dilemma. Ich war ja vorhin ein bisschen überrascht, was für ein Zitat Sie gefunden hatten von mir zur Einführung. Und ich habe auch Sie nah angeschaut und in welchem Kontext habe ich das gesagt? Und ich glaube, es war, die Menschen werden dem Ganzen zustimmen, wenn es für sie eine Verbesserung bringt. Und jetzt habe ich gedacht, oh, vielleicht war das ja gar nicht so... War gar nicht so dumm, gar nicht so dumm, was ich gesagt habe. Aber ich würde es vielleicht jetzt gerne auf das beziehen, was Sie gesagt haben. Du hast ja auch gesagt, vielleicht brauchen wir Postwachstum. Sie haben gesagt, wir müssen aus diesem immer mehr aussteigen. Und da würde ich sagen, naja, in der Ökonomik können wir ja Wachstum in zwei verschiedenen Arten denken. Das eine ist extensiv, wir haben quasi eine Art... Dinge zu tun und dann machen wir mehr und mehr davon. Dann reicht nicht zwei Burger, sondern dann brauche ich fünf Burger. Und dann ist das Erstauto nicht genug und dann brauche ich ein Zweitauto. Und das machen wir materiell und dann ist völlig klar, je mehr ich mehr habe, steigt auch mein Fußabdruck. Die andere Frage ist, können wir es schaffen, Verbesserungen hinzugeben, wo Menschen sagen, das ist besser als vorher. Das finde ich eine gute Entwicklung. Und dann ist die Frage, können wir das entkoppeln vom materiellen Verbrauch? Du hast ja eben schon in der Tonspur gesagt, du hast kein Auto, ich habe auch kein Auto mehr. Wir brauchen Mobilität und wir haben eine Bahncard und wir steigen einfach irgendwo ein und wir finden das toll. Und ich glaube, jeder, der das einmal gemacht hat, möchte nie wieder zurück in die Zeit, wo man auf dem Auto angewiesen ist. Gut, ob das skalierungsfähig ist für jetzt Leute am unteren Einkommensrand, aber wir reden ja gerade darüber, wie wir zum Beispiel öffentlichen Nahverkehr bereitstellen. So, jetzt habe ich über die Burger geredet. Wenn ich mir früher als Student vielleicht noch, da bin ich auch nicht wirklich oft zu McDonald's gegangen. Aber wäre ich zu McDonald's gegangen und hätte drei Burger gegessen, dann wären das 3 Euro gewesen. Wenn ich jetzt einen veganen Burger bei Hans im Glück oder diesen ganzen Boutique-Burger-Sachen esse, dann esse ich einen Burger, der kostet aber dann 8 Euro. Ökonomisch gesehen ist das enormes Wachstum. Ich habe nicht mehr 3 Euro Wertschöpfung, sondern 8 Euro. Aber der Abdruck ist ganz stark runtergegangen. Und deswegen würde ich sagen, es wird für mich jetzt nicht um die Frage gehen. Sie haben gesagt, mehr. Ich würde sagen, die Wirtschaft hat die Aufgabe, uns Angebote zu machen, dass es unseren Kindern mindestens so gut oder besser geht als heute. Und dieses Besser heißt heutzutage auch klimafreundlich, dass wir bedenken, was das für die Auswirkungen auf Länder im globalen Süden hat, was das für Auswirkungen für die Natur hat. Und da können wir auf der politischen Ebene Anreize setzen, CO2-Bepreisung produziert das Gleiche mit einem geringeren Klimaabdruck. Das können Geschäftsmodelle sein. Tesla verkauft Autos. Die verdienen nur Geld, wenn sie ein weiteres Auto verkaufen. Ich habe jetzt meine Jeans nicht bei dir gekauft. Die habe ich hier in Nürnberg bei einem Laden gekauft, den wahrscheinlich die Nürnberger alle kennen. Wenn man da hingeht, kriegt man eine tolle Beratung, man kriegt einen Kaffee. Es wird ein Stempel dann in die Hose reingemacht mit einer lebenslangen Reparaturgarantie. Und ich hasse es. Ja, kennen Sie? Also, kann ich später dann gerne gerne sagen, Sie können auch gerne in den Stempel meiner Jeans, mache ich ein Foto und zeige das dann später. Aber was ich damit sagen möchte, die Jeans hat mich mehr als doppelt so viel gekostet, als wenn ich irgendwo so eine Wegwerf-Jeans gekauft hätte. Ich bin glücklich damit, weil für mich schlaksig und so weiter ist immer ein Krampf ist, eine gute Jeans zu finden. Ich habe eine meiner Lieblingsjeans dort 3-mal reparieren lassen. Die konnte ich am Ende kaum noch anziehen, weil alles so zugenäht war. Und das war alles Wachstum, ohne dass da zusätzlicher Ressourcenverbrauch war. Und da denke ich, wie können Unternehmen ihre Geschäftsmodelle, wie kann die Politik dafür die Anreize setzen? Und dann brauchen wir keine Postwachstumsökonomie. Und ich habe lange geredet, aber einen Satz noch. Wenn wir den Klimawandel so ernst nehmen, wie er ist, dann sagen uns die Klimaforschenden, dass wir ab 2050
Negativemissionen brauchen. Wie kriegt man Negativemissionen hin, wenn wir das, was wir heute tun, nur zur Hälfte tun? Da brauchen wir ganz andere Arten, wie wir überhaupt Wertschöpfung hinkriegen, wie Unternehmen durch das Gestalten von Ökosystemen Wert generieren. Und da kommen wir nur mit Innovationen, mit Geschäftsmodellen, mit mehr im Sinne von mehr Ideen hin. Und da würde ich für werben, dass wir in die Richtung denken. Also das müssen wir jetzt ausführlicher diskutieren, aber ich würde sagen, die Vision, die Sie gerade formuliert haben, da kommen wir nicht nur mit anderen Geschäftsmodellen und Innovationen hin, sondern das ist, finde ich, im Kern eine nachkapitalistische Gesellschaft, die Sie gerade skizziert haben. Ja, wenn Sie es wirklich ernst nehmen, sonst meinen Sie es nicht ernst. Ich glaube auch, dass wir uns nicht über Wert verkaufen sollten hier. Ja, wir sind natürlich alle Gutmenschen, wir fahren alle mit der Bahn. Ja, aber unser Lebensstil ist nicht verallgemeinerungsfähig. Ja, also weltweit, wenn 8 Milliarden Menschen so viel Bahn fahren würden wie ich, dann müssen wir den gesamten Globus mit Gleisen vollpflastern. Ja, das ist nicht verallgemeinerungsfähig. Und ich bekomme auch immer Probleme. Sie haben es jetzt, dem muss man zustimmen, so wie Sie gesagt haben. Aber andererseits finde ich, dass nur eine Frage die ist nach den zukünftigen Generationen. Ja? Sondern für mich ist die zentrale, auch ethische Frage, wie geht es denn denen, die gegenwärtig schon leben, die gerade jetzt in dem Moment anderswo auf der Welt leben. Ja? Und ich würde auch behaupten, möchte Ihnen auch nicht zu nahe treten, es arbeiten schon Menschen für Sie. Ne? Nämlich irgendwo auf der Welt arbeiten Menschen dafür und manchmal vielleicht arbeitet auch jemand hier im Haus dafür, dass wir nachher auf Toilette gehen können und dass die morgen wieder sauber ist. Also natürlich arbeiten für uns alle Menschen und viele Menschen arbeiten unter sehr, sehr, sehr viel schlechteren Bedingungen, als wir das gewohnt sind, als irgendjemand hier im Raum das gewohnt ist. Und ich glaube, das muss man mit einbeziehen und das ist für mich eine ganz zentrale ethische Frage oder wenn Sie wollen auch eine moralische, nämlich wie können wir eigentlich aus dem moralischen Dilemma rauskommen, ja, uns zwar dafür zu loben und zu preisen, ja, dass wir Frau Trinkwalters Jeans kaufen und nur nach Bahn fahren, ja, aber dass anderswo auch nicht annäherungsweise überhaupt die Möglichkeit besteht, darüber nachzudenken, ob man A oder B macht. Das ist richtig. Als ich in Afrika war zum ersten Mal, war ich total fasziniert bei den Kleinbauern, die übrigens Bio-Baumwolle oder Baumwolle nur als sogenannte Cash-Crop anbauen, diesen Selbstversorger. Und wenn sie Bock haben, ja, weil gerade der Mond schön mit der Sonne steht und sie noch ein Papier finanzieren wollen, dann bauen die Baumwolle an. Das muss man auch verstehen. Ja, das ist manchmal nicht immer so einfach zum Planen, wie viel da rauskommt. Ja. Als ich da zum ersten Mal runtergekommen bin, habe ich mir die ersten 2 Tage gedacht, wer will so leben? Das ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was wir hier an westlich-industriellem Standard haben. Nach 14 Tagen war ich wieder hier und habe mich gefragt, wie können wir hier nur so leben? Also die gegenwärtige Frage, wenn man sie fair analysiert, muss aber dann auch heißen, müssen alle dieselben Möglichkeiten bekommen. Also es gibt Menschen, die, glaube ich, A und B gar nicht wollen. C und D nicht wollen, D und E nicht wollen. Ich fände es wunderbar, wenn wir hier alle viel weniger konsumieren. Alle zusammen, wenn wir das irgendwie runterschrauben können. Ich bin da sehr allein auf weiter Flur. Ja? Andere sagen, sie wollen noch viel, viel mehr konsumieren. Die Dritten wollen sich die Flüge nicht nehmen lassen. Die Vierten wollen dieses. Also da muss man dann, weil es ging ja grundgesetzt um die Demokratisierung und um politische Rahmenbedingungen. Entweder wir müssen uns wirklich committen und sagen, so, okay, das und das und das lassen wir in unserer Gesellschaft zu, das ist in Ordnung, oder wir geben halt die volle Freiheit. Ich bin da kein Fan davon. Aber wir können nur für unsere Gesellschaft entscheiden und wir können dann nicht für alle entscheiden. Dafür müssen wir jede einzelne Gesellschaft auch fragen. Herr Fopilius, Sie haben da jetzt zugehört, wie als Unternehmer jetzt gefragt, nicht nur als IHK-Präsident, sondern einfach als jemand, der ein Unternehmen ja auch groß gemacht hat, aufgebaut hat. Für wie realistisch halten Sie es? Was geht in Ihrem Kopf vor, wenn Sie hören, ja, wir müssten von diesem ständigen Wecken neuer Bedürfnisse runter? Ist das realistisch oder würde das bedeuten, dass eigentlich jedes Unternehmen, das auf Wachstum ausgelegt ist, heuer mehr Umsatz machen als letztes Jahr, mehr Gewinn im Idealfall als letztes Jahr?
sich komplett umstellen müsste. Ich plädiere dafür, wie mein Nachbar mal den Wachstumsbegriff an sich zu diskutieren und zu überlegen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen quantitativem Wachstum und qualitativem Wachstum? Wie kriegen wir mehr Qualität ins Leben von möglichst vielen Menschen und wie bewerten wir das? Und das Zweite, was mir ständig durch den Kopf geht jetzt hier während der Diskussion, über einen Wachstumstreiber wird überhaupt nicht diskutiert, das sind die öffentlichen Haushalte. Angenommen, wir alle, Konsumentinnen, Unternehmer, schaffen es, die Wachstumsschraube zurückzudrehen. Wie schaffen es denn die öffentlichen Haushalte, die Wachstumsschraube zurückzudrehen? Und wer finanziert die? Die Frage würde ich jetzt gern einfach mal stehen lassen. Man kann es natürlich auch so interpretieren, wenn niemand mehr da ist, wenn kein Wachstum da ist, wenn der Staat nicht auf allen Ebenen nicht genug einnimmt, dann kann er seine Leistungen nicht mehr, sein Füllhorn nicht mehr durch. Das sagt jetzt einer wie Sie, der das Grundeinkommen befürwortet, ich bin sowieso für ein völlig anderes System, oder? Das ist nochmal eine andere Frage, aber ich würde es gerne nochmal verstehen wollen, weil was meinen Sie mit dem öffentlichen Konsum? Weil ich weiß sowas von schwarzer Null und allen möglichen Vorkehrungen, gerade die öffentlichen Ausgaben nicht weiter steigen zu lassen. Und außerdem ist die Produktion von öffentlichen Gütern erstmal konsumtechnisch und politisch auf jeden Fall ein Vorteil. Ja, also wenn man öffentliche Güter produziert, an denen alle teilhaben können, möglichst niedrigschwellig, ist das in aller Regel günstiger, auch ressourcengünstiger, als der Privatkonsum, der individualisiert ist. Von daher habe ich jetzt Ihre kritische Anmerkung den öffentlichen Haushalten gegenüber nicht so ganz verstanden. Das war keine kritische Anmerkung, das war eine Frage, wodurch finanzieren sich die stetig wachsenden öffentlichen Haushalte? Und die schwarze Null, also ich belehre sie ja ungern, aber die schwarze Null bezieht sich auf die Finanzierung der Haushalte, nicht auf das Wachstum. Jeder kommunale Haushalt, jeder staatliche Haushalt, jeder Bundeshaushalt wächst mit absoluter Sicherheit jedes Jahr. Wo kommt die Steigerung her, beziehungsweise wo sie herkommt, wissen wir durch die wachsenden Ausgaben, aber wodurch soll sie finanziert werden? Also wachsende Ausgaben ist ja an der Oberfläche, es ist doch an die Wachstumsökonomie gekoppelt, oder? Also ein Staat, der von der Wachstumsökonomie lebt, ja klar. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage anders verstanden habe. Also ich habe sie so verstanden. Unsere Demokratie lebt doch davon, dass wir in der Demokratie Mehrheiten organisieren und dass wir sagen, hey, wir können einem Bündel von Politikvorschlägen sagen, das bringt uns alle voran. Und wenn wir jetzt mal realistisch schauen, was das für Politikvorschläge sind, und ich glaube, im Detail sind die manchmal gar nicht so klug, aber schauen wir uns mal an. Da wird für den einen wird gesagt, die kriegen eine Mütterrente, die anderen kriegen dann vielleicht die Rente mit Kindergeld und so weiter. Und jetzt versuche ich mir die Frage zu stellen, unabhängig davon, dass natürlich auch Kosten steigen, aber wie schaffen wir es, der Gesellschaft zu sagen, okay, die neue Regierung kann sagen, hier haben wir ein Programm, wo alle sagen, das wäre jetzt wieder dieser Punkt, den ich vorhin sagte, das finde ich besser als vorher, da gehen wir in die richtige Richtung. Und das ist auch eine Frage, die ich hätte an Postwachstumsökonomen, wenn jede Regierung mit einem Programm ansteht und antreten muss, zu sagen, wir haben Ideen, wie wir im nächsten Jahr 30% kürzen oder 5%. Und koalieren mit anderen, die sagen, okay, wer möchte denn auf was verzichten? Ich glaube, das wird einen demokratischen Diskurs nicht einfacher machen. Und der ist im Moment ja ohnehin nicht ein sehr leichter Weg. Aber ich glaube, die Antwort hast du dir in Teilen schon selbst gegeben. Postwachstumsökonomie, beispielsweise meine Firmen, ich habe ja mehrere, sind alle eigentlich per Definition im postwachstumsökonomisch organisiert. Sie machen nicht jedes Jahr mehr Umsatz etc., aber wir machen es jedes Jahr besser. Ja, das ist eben ein Riesenunterschied. Trotzdem erzielen, oder anders, wir produzieren nicht mehr, so muss man sagen. Trotzdem erzielen wir durchaus höhere Umsätze, weil wir besser und effizienter sind. Und genau darin, glaube ich, liegt das Geheimnis in der Postwachstumsökonomie. Postwachstumsökonomie heißt für mich nicht, weniger an Umsätze zu erlösen beispielsweise, aber sehr wohl weniger an Ressourcen auszugeben, ja, oder Ressourcen zu nutzen. Und da wird uns die Digitalisierung, jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu einer ganz anderen Kiste, eine Riesenchance geben, weil durch die Vernetztheit, was Sie auch angesprochen hatten, Sie hatten ja vom vernetzten Konsumenten gesprochen, ja,
Der vernetzte Konsument ist auch vernetzter Bürger. Der vernetzte Bürger kann sich mit einbringen. Wir können Ressourcen vernetzen. Warum muss hier ein Liter Milch erzeugt werden, wenn da drüben noch zwei liegen? Warum müssen wir hier Wohnungen bauen, wenn da was frei ist? Warum? Also wir haben natürlich völlig andere Überblicke. Insofern Postwachstumsökonomie definiere ich. Wir dürfen gerne mehr Umsatz machen, aber wir müssen weniger Ressourcen produzieren. Und dann funktioniert übrigens auch die Geschichte mit CO2 im Minus. Ja, das funktioniert. Nein, Negativemissionen heißt, dass wir durch wirtschaftliches Handeln CO2 aus der Atmosphäre rausholen. Da ist Suffizienz nicht genügend, also Verzicht oder Post. Aber ich bin bei dir, ich kenne den Begriff Postwachstum anders, dass gesagt wird, wir müssen darüber nachdenken, ob weniger Konsum besser ist und dass auch das Wirtschaftswachstum zurückgeht. Und ich bin beide dann in deiner Sprache, wir müssen wirtschaftlichen Wohlstand von materiellem Verbrauch entkoppeln und bei CO2 sogar am Ende die Gesundheit des Stratosphärensystems wiederherstellen, nicht die Schädigung geringer machen, sondern wiederherstellen. Und dann bin ich voll bei dir. Es hat ja vor 2 Jahren William Nordhaus den Nobelpreis für Ökonomik bekommen, der sich so mit Klimafragen beschäftigt hat, und der hatte ein ganz tolles Beispiel. Der hatte sich schon früher mal angeschaut, wie stellen wir eigentlich so etwas wie Licht her? Jetzt könnte ich ja in diesem Raum gucken und mal zählen, wie viele Lampen wir hier haben. Also wenn ich das tue, komme ich, glaube ich, auf, da oben sind jeweils immer 1 und 4, also das können Sie mal tun, kommen wir vielleicht auf 200 Lampen. Wenn man jetzt schaut, was heißt das für einen Ressourcenverbrauch, wenn wir ganz gern weit zurückgehen, dann hätte man früher vielleicht gesagt, ich bin hier in Nürnberg und jetzt gehe ich irgendwie durch die Umgebung und schaue, wie viele Bienenstöcke ich finde, um das Wachs rauszuholen. Und wie viel Ressource brauche ich, wie viel Land um die Stadt brauche ich dann, um diesen Raum zu erhellen. Dann später wurde gesagt, oh, da können wir vielleicht Glühbirnen machen und da erzeugen wir Strom und dazu haben wir vielleicht eine Holzverbrennung. Und dann hat auf einmal schon gereicht, dass man vielleicht ein kleines Wäldchen nebenan hat. Und heutzutage haben wir vielleicht eine LED-Lampe und oben auf dem Dach haben wir Solarzellen und es reicht die Fläche dieses Hauses, um tagsüber das zu produzieren. So, da würde ich sagen, das ist viel wertvoller. Wenn man jetzt Leuten im Mittelalter gesagt hätte, die könnt diese Beleuchtung kriegen, was zahlt ihr dafür? Wachstum ohne Ende, unser Abdruck ist runtergegangen. Und dafür brauchen wir Innovationen und das können Unternehmen ziemlich gut. Von daher würde ich immer wieder darüber plädieren, die Unternehmen nicht als Teil des Problems, sondern darüber nachzudenken, wie man sie als Teil der Lösung nutzen kann und was sie dafür als Unterstützung brauchen. So, ich bin froh, dass ich nicht zusammenfassend bündeln und das Schlusswort hier führen muss, sondern dass es der Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg übernimmt, Dr. Ulrich Mali. Keine Angst, Herr Ritze, ich mache auch nicht den Versuch, es zusammenzufassen. Ich bedanke mich zunächst einmal bei Ihnen, Herr Wallwey, für das Kochbuch. Ich nehme an, die Kanzlerin macht Kartoffelsuppe. Also vielleicht, wenn ich das dann nachkoche, wird der heute ja schon zu viel bemühte Verzicht dann richtig greifbar an der Stelle. Wäre natürlich vieles zu kommentieren und ein bisschen kommentiere ich auch, ohne dass es in irgendeiner Form bös gemeint ist, weil natürlich war die Frage, die wir uns heute gestellt haben, die Grundfrage aller Philosophien und Religionen, nämlich was macht den guten Menschen gut und warum klappt es nicht bei uns allen und wie gehen wir mit diesen inneren Spaltungen, die wir ja selber, wenn wir kritisch sind, bei uns auch beobachten können, um. Ich glaube, dass es eine Menge geht, die Frage, ob Wachstum rein quantitativ definiert werden muss, diskutiert man seit mindestens 40 Jahren, spätestens seit dem Club of Rome-Bericht, auch in der Volkswirtschaftslehre. Die Volkswirte haben dazugelernt und die Frau Trinkwalder hat natürlich recht, wenn man behauptet, dass die Ökonomie ohne Wachstum nicht funktioniert, dann hätte man bis vor wenigen Jahren mit der gleichen festen Stimme auch behauptet, dass eine Ökonomie ohne Zins nicht funktionieren kann, weil man das nämlich seit 150 Jahren lehrt und irgendwie geht es jetzt doch schon seit 10 Jahren zwar nicht gut für unsere Sparer, aber es geht. Doch zurück zum Thema der gute Mensch und die Wirtschaft. Vor ein paar Wochen ist, als das noch nicht so, naja doch, da waren die Fridays for Futures auch schon unterwegs, da war gerade das Nummer-1-Thema oder eines der wichtigen Themen das Meeresplastik. Und im Zuge dieser Meeresplastik-Diskussion hat die Firma Netto, Lebensmitteleinzelhandel, beschlossen, seine Salatgurken künftig ohne Kondom zu verkaufen. Also sind ja immer eingeschweißt in Plastik. Das hat sie dazu veranlasst, von der Political Correctness Abteilung der Firma eine Plakatkampagne organisieren zu lassen.
Also Gurken jetzt ohne Plastiküberzug. Und das Hauptmotiv dieser Plakatkampagne war eine nackte Frau, die sich die Hände auf die Brüste gehalten hat. Also auch hier hat man feststellen müssen, dass die Political Correctness Abteilung nur zu 50% das Ziel erreicht hat, nämlich weniger Plastik in die Meere, aber um den Preis von sexistischer Werbung. Das Ding hing extrem kurz, weil irgendeiner muss es bemerkt haben. So, das stellt jetzt die Frage, die wir, glaube ich, so konnotiert durch den ganzen Abend hatten: Ist der Netto Einkäufer dadurch ein besserer Mensch geworden? Ist die Netto-Gurke dadurch eine bessere Gurke? Oder wir als Verbraucher, wenn wir sie kaufen, besser? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es weiß niemand, und alle Begriffe, die zu diskutieren sind in der unterschiedlichen Mixtur oder im unterschiedlichen Mixturverhalten, sind heute gekommen. Die Bildung, die Umverteilung, die Besteuerung von bestimmten inputmäßig schlechten Dingen, die Verhaltensänderung, die wir alle brauchen, der Verzicht, die Postwachstumsökonomie, die am Schluss aber dann vielleicht doch nicht Postwachstumsökonomie heißen soll. Wir wissen, dass wir eine mutvolle Politik brauchen, dass wir eine nachkapitalistische Wirtschaftsordnung brauchen, dass wir unternehmerische Innovation brauchen und dass wir großen Konzernen mehr Zeit geben müssen. Die eigentliche Frage sozusagen, ob sich das Gute von selber einstellt oder durch welche Mechanismen es sich einstellt, durch welche Strukturen, hat der Herr Lesse nicht gleich zu Beginn in seiner ersten Wortmeldung zu Recht gefragt, die haben wir natürlich noch nicht wirklich richtig beantwortet. Ja, da gibt es ein paar, haben wir festgestellt, die tun es aus einem inneren Antrieb raus, aus einer intrinsischen Motivation, die dann dazu führt, dass Produkte entstehen, die es anderen, Verbrauchern zum Beispiel, wieder ermöglichen können, sich selber auch ökonomisch mit dem Geldbeutel etwas besser zu verhalten. Ich glaube, dass wir insgesamt in einem Moment, wir haben beschworen, eine Zeitenwende, einen Paradigmenwechsel und in der Einladung für heute eine neue Wirtschaftsethik. Ich glaube nicht, dass die Ethik neu sein muss, es sind eher die Mechanismen, die man diskutieren muss und die man gemeinsam verhandeln muss. Und das ist eigentlich für mich der Kern der Diskussion, diese Mechanismen, die dazu führen, dass die Dinge sich verändern. Und diese Mechanismen, die in einem gesellschaftlichen Diskurs nur dazu führen können, dass die Dinge sich verändern, wenn man in diesem gesellschaftlichen Diskurs auch die Mehrheiten für diese Veränderung erreichen kann. Und das, wir haben das heute gestreift an vielen Stellen, das bringt mich immer dazu, die, wie ich glaube, tatsächlich Grundfrage gesellschaftlicher Veränderung, die es im Moment im Zuge der Fridays for Future-Bewegung, des Klimawandels, der NOx-Debatte, der schmelzenden Gletscher gibt, ist die Frage, wie verhalten wir uns in Deutschland in dem Verhältnis zwischen Stimmung und Haltung, das bei uns im Moment herrscht. Die Stimmung ist weitgehend positiv. Viele Menschen, Umfragen sagen uns, eine Mehrheit findet die Aktivitäten der Fridays for Future-Bewegung gut. Wenn wir die Menschen befragen, das ist neulich erst passiert, wenn wir die Menschen befragen, wollen Sie die Verkehrswende in Deutschland, sagen fast 80% ja. Sind Sie bereit, sozusagen mit deutlich weniger CO2 Auto zu fahren, sagen 80% ja. Wären Sie damit einverstanden, dass das Parken in der Innenstadt teurer wird, sagen 80% nein. Mit solchen Einstellungen tun wir uns schwer. Dort, wo Stimmung und Haltung so auseinanderfällt. Und natürlich ist die Fridays for Future Stimmung zunächst eine Stimmung, bei vielen der jungen Leute eine Haltung. Bei vielen in der Wirtschaft, die jetzt aber auf diesen Zug aufsteigen, ist es schon ein bisschen Greenwashing, was stattfindet an vielen Stellen. Und manchmal sind wir in unserer eigenen Spaltung von Stimmung und Haltung natürlich leicht zu ertappen. Es gibt, das ist was, was man der Süddeutschen Zeitung und ihrem sorgfältigen Blick auf die Welt verdankt, die klare Erkenntnis, dass die Generation, die die Partei, die Grünen gegründet hat, die Generation ist, die die meisten SUV kauft. Das sind nicht die gleichen Menschen, aber es ist die gleiche Generation. Mit dieser Spaltung müssen wir umgehen. Es gibt die Erkenntnis, dass Fridays for Future im Osten der Republik, wenn wir es mal nur auf Deutschland beschränken, eine ganz andere, nämlich viel geringere Resonanz entfaltet als bei uns im Westen. Eine Spaltung, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, weil sie sich am Ende natürlich auch in der Frage gesellschaftlicher Mehrheitsfähigkeiten oder eben Nicht-Mehrheitsfähigkeiten wiederfindet. Es gibt, teilt uns die Kreuzfahrtbranche stolz mit,
keinerlei ökonomischen Wirkungen der Kreuzfahrtscham. Es gibt, teilt uns die Fluggesellschaft mit, keinerlei Charterflugscham und es gibt auch keinerlei Avocadoscham auf dieser Welt, obwohl wir alle wissen, wie viel Wasser Avocados brauchen, nicht zuletzt durch unseren Menschenrechtspreisträger vom letzten Jahr aus Chile. Also kämpft die fucking old economy gegen die corporate social entrepreneurship oder kämpfen die Teufel in uns gegen die Engel in uns an der Stelle, manchmal in den gleichen Personen und manchmal natürlich in verschiedenen Schichten der Gesellschaft. Kann man die ökologische Frage ohne die soziale Dimension lösen? Nein, haben Sie berechtigterweise alle zusammen gesagt. Aber wir sind noch nicht wirklich gut weitergekommen bei der Frage, wie wir die ökologische Frage und die soziale Frage besser zusammenzubringen, wenn wir immer nur über Besteuerungsfragen nachdenken. Um die staatlichen Einnahmen mache ich mir eigentlich im Moment die wenigsten Sorgen. Nicht etwa, weil es mich nicht mehr berührt, ab in wenigen Wochen, Gottes Willen. Ich bin als Kämmerer, habe als Kämmerer begonnen und wer das mal war, der bleibt es immer. Sondern weil ja die Frage, wie wir heute Besteuerung betreiben, sich in einer dann stark veränderten Ökonomie auch komplett anders stellt. Die Frage, wie hoch besteuern wir heute die menschliche Arbeit und welche Lenkungswirkungen lösen wir damit aus? Wie besteuern wir Umsätze und welche, Klammer auf, praktisch keine Lenkungswirkung lösen wir mit der Umsatzsteuer aus? Und greift die Körperschaftssteuer wirklich dort, wo heute mit Big Data Geld verdient wird, das heißt, wo die Maschine Geld verdient wird, was Umverteilungspotenziale zugunsten des Staates, aber eben auch zugunsten ärmerer Bevölkerungsschichten natürlich eröffnet. Insgesamt glaube ich, dass die Wirtschaft ethisch nicht besser ist als der Rest der Menschheit. Und ich glaube, dass wir natürlich zum Teil Opfer der Verhältnisse sind, dass wir ja aber immerhin erwachsen und gebildet genug sind, darüber nachzudenken, ob sich solche Verhältnisse auch verändern können. Dazu braucht es keine neue Ethik. Die Ethik, die es gibt dazu, ist gut. Der Herr Wallwey hat es gleich in seinen ersten drei Sätzen gesagt, eigentlich der kategorische Imperativ von Kant, die goldene Regel. Eine, finde ich, sehr gute Anschauung gibt uns in dem Zusammenhang auch unser wunderbares Grundgesetz im Artikel 14 Absatz 2 mit den zwei schönen Sätzen, Eigentum verpflichtet sein, Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. In diesem Sinne denke ich schon, dass es geht. Ich glaube aber, dass die Spaltung von Stimmung und Haltung in unseren Köpfen, in unserer Gesellschaft, zwischen unseren Generationen und innerhalb von Generationen überwunden werden muss, wenn es gelingen soll, diesen demokratischen Diskurs tatsächlich zum Erfolg zu führen, der die dann entsprechenden Veränderungen auch mit sich bringen kann. Vielleicht hilft es ja ein Stück weit, wenn wir uns unter Bezugnahme auf Artikel Absatz 2 alle als aktive Verfassungsschützer bewegen. In diesem Sinn, einen schönen Abend.